Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf nun aufrufen den Tagesordnungspunkt 2 der heutigen Tagesordnung, Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten betreffend Ländereinigung zur Neuregelung des Länderfinanzausgleichs, großer Erfolg für Hessen und für Deutschland. Vereinbare Redezeit sind 20 Minuten. Es beginnt die Landesregierung, dann kommt die SPD-Fraktion, die Grünen, die Linke, die FDP, die CDU und Frau Abgeordnete Öztürk. Jedenfalls so hier. Auf alle Fälle hat er das Wort. Herr Minister Bouffier, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Nach anderthalb Jahren mehr als schwierigen Verhandlungen haben sich alle 16 deutschen Länder am 3. Dezember auf ein neues, detailliertes Konzept für einen neuen bundesstaatlichen Finanzausgleich ausgesprochen. Und allein der Umstand, meine Damen und Herren, dass es gelungen ist, bei so unterschiedlicher Interessenlage, dass alle 16 Länder sich auf ein Konzept geeinigt haben, ist ein großer Erfolg. Das ist ein Erfolg für Deutschland, aber auch für unser Land Hessen, meine Damen und Herren. Wenn man sich einmal die unterschiedlichen Interessenlagen anschaut, wenn man einmal den Lauf der Verhandlungen betrachtet, wenn man übrigens auch berücksichtigt, Herr Kollege Rudolph, herzlich willkommen auch von mir, das ist ein Thema, das völlig losgelöst von den üblichen parteipolitischen Linien zu lösen war, weil die Interessenlagen so unterschiedlich sind. Und wenn das gelungen ist, sage ich ganz bewusst, ich halte das für eine historische Entscheidung. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 30 Jahren, dass es jemals eine so weitreichende Einigkeit gab, jedenfalls unter den Ländern. Und deshalb, meine Damen und Herren, das ist auch ein Beleg dafür, dass der Föderalismus auch in streitbefangenen Fragen in der Lage ist, sich zu einigen und, wie ich überzeugt bin, auch zukunftsfähige Lösungen zu erzielen. Meine Damen und Herren, was bedeutet das für Hessen? Für Hessen bedeutet das, dass wir ab dem Jahre 2020 unsere Finanzsituation um über eine halbe Milliarde verbessern. Nach den Finanzplanungen derzeit, den mittelfristigen Finanzplanungen, macht es etwa 580 Millionen aus. Und wir werden morgen beim Landeshaushalt für das nächste Jahr miteinander beraten und beschließen. Und wenn wir uns einmal, egal von welcher Seite, betrachten, wie häufig wir mit Leidenschaft um Beträge in Millionenhöhe ringen, dann ist eine Verbesserung unserer Finanzsituation um mehr als eine halbe Milliarde, und das zwar jährlich, eine mehr als wie bedeutende und, wie ich finde, äußerst glückliche Situation für unser Land. Und ich bin dankbar dafür. Schauen Sie, die Rituale sind halt so, dass die Opposition jedenfalls nicht durch Beifall klatscht. Nun wollen Sie ja irgendwann einmal regieren. Irgendwann mal, seien Sie versichert, ich arbeite daran, dass es noch ein bisschen dauert. Aber es ist so, meine Damen und Herren, es ist so, es kommt dem gesamten Lande zugute. Und weil das so ist, muss auch noch ein zweiter Hinweis gegeben werden. Das hilft uns nicht kurzfristig. Die Neuregelung gilt ab dem Jahr 2020. Und deshalb ändert sich für die nächsten Jahre an unserem Kernauftrag nichts, dass wir im Haushalt die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen, damit unser Land weiter sich gut entwickelt, aber dass wir auch die Verfassungsgrenze und das Gebot der Vermeidung der Neuverschuldung einhalten. Meine Damen und Herren, daran halten wir fest, und das werden wir morgen wieder beweisen. Diese Einigung der Länder ist, und das sage ich mit Bedacht, nicht nur ein starkes Signal untereinander, es ist nach meiner Überzeugung auch ein starkes Signal an den Bund. Es berücksichtigt die Interessen aller Seiten. Es hat den Vorzug, dass er Frieden stiftet. Und er beweist auch zukünftig, dass die Solidarität zwischen den finanzstarken und den finanzschwachen Ländern auch in Zukunft in Deutschland gilt. Ich werde das nachher noch ein bisschen versuchen auszuführen. Meine Damen und Herren, Hessen hat als in der Regel eines von drei Zahlerländern von den 16 nie einen Zweifel daran gelassen, und ich glaube, ich kann das sagen, jenseits der Parteigrenzen, wer gerade regiert hat, dass wir zu unserer Verpflichtung stehen, dass wir solidarisch sein wollen und dass wir auch helfen wollen anderen, die finanzschwach sind.
Was wir nicht wollten, war, dass ein System, wie wir es zurzeit haben, und wenn wir es nicht ändern, für Hessen immer schlechter wird, weiter fortgeführt wird. Ein System, das intransparent ist, ein System, das ungerecht ist, das, je stärker wir wirtschaftlich erfolgreich sind, uns immer mehr nimmt und anderen die Möglichkeit lässt, auch dann, wenn sie keine eigenen Anstrengungen erzielen, durch immer größere Ausgleichszahlungen dann auch entsprechend von unserem Erfolg profitieren. Das ist ein System, das aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, und nicht nur aus meiner Sicht. Aus diesem Grunde, meine Damen und Herren, haben wir die Klage gemeinsam mit Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Und ich sage Ihnen, diese Klage hat die Verhandlungen natürlich beflügelt. Niemand weiß, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Das ist wohl wahr. Aber der Umstand, dass von drei Zahlerländern, gelegentlich ist Hamburg noch dabei, das muss man korrekterweise sagen, mit einem überschaubaren Betrag, aber immerhin, dass also die Hauptländer klagen, und nicht zuletzt der Umstand, dass der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann im letzten halben Jahr erklärt hat, wenn wir uns nicht einigen, dann wird auch Baden-Württemberg der Klage beitreten. Meine Damen und Herren, die Klage war ein Akt politischer Notwehr, so habe ich das öfters beschrieben. Sie war notwendig, und sie war hilfreich, dass wir gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen sind, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich ganz kurz die Situation beschreiben, warum neben diesem aus unserer Sicht nicht nur ungerechten, sondern auch intransparenten System wir auch in Hessen in Zukunft in vielfältigster Weise gefordert sein werden, bestimmte Leistungen mitzutragen. Meine Damen und Herren, ich will daran erinnern, im Jahre 2020 läuft nicht nur der bisherige Finanzausgleich aus, sondern es läuft auch aus der Solidarpakt II. Das hat ganz große Bedeutung, insbesondere für die neuen Bundesländer. Die neuen Bundesländer haben eine Eigenfinanzierungsquote. Also von ihren Ausgaben können sie knapp 50 selbst verdienen. Der Rest, die anderen 50 sind Transferleistungen. Wenn uns es nicht gelingen würde, ein neues Ausgleichssystem und Finanzhilfen zu etablieren, wäre die Existenz dieser Länder nicht aufrechtzuerhalten. Das muss man einfach wissen. Wenn Sie dann die Notlagenländer Saarland und Bremen hinzunehmen, die ohne finanzielle zusätzliche Hilfe keine Chance haben, nicht nur die Verfassungsgrenze einzuhalten, sondern jemals aus der Sinkflut immer tieferer Schulden herauszukommen, dann haben Sie schon sieben Länder, die dringend eine Hilfe brauchen. Wenn Sie dann bedenken, dass die Zahlerländer nicht noch stärker belastet werden sollen, sondern entlastet, dann sehen Sie, wie komplex die Aufgabe ist. Wenn Sie dann noch hinzunehmen, dass die finanzschwachen westdeutschen Länder, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und teilweise Nordrhein-Westfalen teilweise bis zu 15 in ihrer Finanzkraft unter den drei Südländern liegen, dann können Sie ungefähr erkennen, wie komplex die Aufgabenstellung ist. Die Verhandlungsführer der Länder und des Bundes haben sich deshalb darauf verständigt, dass wir als Länder diese Aufgabe alleine nicht lösen können. Es bedurfte und bedarf deshalb der Mithilfe des Bundes. Und der Bund, dafür bin ich sehr dankbar, hat durch Finanzminister Schäuble und die Bundeskanzlerin, aber auch durch den Vizekanzler Gabriel schon am Rande der entsprechenden Koalitionsvereinbarungen, die wir vor zwei Jahren in Berlin getroffen haben, zugesagt, jawohl, wir müssen hier eine Hilfestellung leisten. Das Mittel der Wahl, auf das wir uns verständigt haben, war der sogenannte Solidaritätszuschlag. Der Solidaritätszuschlag steht derzeit allein dem Bund zu. Er wird nach unseren Berechnungen im Jahre 2020 etwa 20 Milliarden € ausmachen. Und in der groben Linie sind wir davon ausgegangen, wenn wir das zwischen Bund und Ländern hälftig aufteilen, diese Summe, dann haben wir in etwa eine Summe von 10 Milliarden € zur Verfügung, um die Finanzbeziehungen unter den Ländern, aber auch Bund und Länder neu auszurichten. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegt haben. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, auch das muss man sagen, ebenfalls im Jahre 2019 laufen aus die sogenannten Entflechtungsmittel. Was sind die Entflechtungsmittel? Die Entflechtungsmittel sind die Mittel,
die der Bund nach dem Grundgesetz an die Länder bezahlt, nachdem in der Föderalismusreform die Länder für bestimmte Dinge alleine zuständig geworden sind. Ich sage mal so Beispiele wie Nahverkehr, ich sage mal so Beispiele wie Wohnungsbau, ich sage mal so Beispiele wie Hochschulfinanzierung. Dieses alles hat man in der Föderalismuskommission bzw. Reform neu geordnet. Und da der Bund bis dahin dort mitbezahlt hat, war klar, dass die Länder gesagt haben, du musst aber auch in Zukunft dich beteiligen. Das Dumme ist nur, das Grundgesetz schreibt das vor bis 2019. Dann fällt das aus. Dann fehlen den Ländern weitere 3 Milliarden. Auch diese Aufgabe musste bei diesem Kompromiss mit erledigt und möglichst sinnvoll gelöst werden. Und wenn Sie dann noch bedenken, dass die Vorgabe war, kein Land soll zukünftig sich schlechter stellen, und alle 16 Länder sollen zustimmen, dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung, warum ich sage, das war historisch. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, wir wären in einer anderen Lage. Die anderen kämen zu uns und sagen, pass auf, wir würden mit euch gerne einen neuen Vertrag schließen. Und als Erstes, halten wir mal fest, ihr bekommt in Zukunft weniger. Da habe ich ungefähr ein Gefühl, wie in diesem Hause die Abstimmung verlaufen wird. Deshalb muss man realistisch bleiben. Man muss kompromissfähig bleiben. Denn nur in der Kompromissfähigkeit ergibt sich eine Handlungsfähigkeit bei dieser Konglomeratsmasse. Und nur aus dieser Handlungs- und Kompromissfähigkeit sind Sie am Ende auch politikfähig. Und deshalb, meine Damen und Herren, hat die Hessische Landesregierung in meiner Person nicht nur anderthalb Jahre verhandelt mit vielen Kollegen und ihrer Hilfestellung, sondern wir haben bewusst auch unter Hinanstellung eigener Interessen am Ende dieses Ergebnis akzeptiert, weil am Ende Hessen deutlich profitiert. Ohne diese Kompromissbereitschaft, die auch die Zahlerländer aufgebracht haben, wäre eine Einigung nicht möglich gewesen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich möchte das so bezeichnen, das ist ein Meilenstein. Aber die Sache ist noch nicht gegessen. Wir müssen uns noch mit dem Bund verständigen. Und solange das nicht mit dem Bund auch verständigt ist, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, unsere Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zurückzuziehen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Sie müssen ja doch Folgendes sehen. Wenn wir jetzt unsere Klage zurückziehen würden, würden wir unsere Position verschlechtern, weil ein Druckmittel entfällt. Und das, was wir ausgearbeitet haben, worauf sich die Länder verständigt haben, das bedarf eines sehr umfangreichen Gesetzgebungsprozesses. Wir müssen das Grundgesetz ändern. Wir brauchen im Bundestag Zweidrittelmehrheiten. Wir brauchen im Bundesrat Zweidrittelmehrheiten. Wir müssen eine ganze Reihe Steuergesetze verändern. Ich rechne damit, dass wir mehr oder weniger ein Jahr Gesetzesberatungen brauchen, und die sind nicht ganz einfach. Und erst wenn das gelungen ist, meine Damen und Herren, dann werden wir in der Tat keine Veranlassung mehr haben, die Klage aufrecht zu erhalten. Und, meine Damen und Herren, dieser Entscheidungsdruck ist ja nach wie vor hoch. Die drei Geberländer und Hamburg gelegentlich dabei, also Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und jetzt auch Hamburg, haben immer gesagt, diese Systematik machen wir nicht mit. Es führt komplett in die falsche Richtung. Meine Damen und Herren, wir können unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht erklären, warum wir eigentlich immer mehr von dem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, in andere Länder geben, in unseren eigenen Verantwortungsbereichen nicht das tun können, was wir eigentlich gerne tun möchten, aber andere tun, damit das nicht so theoretisch klingt. Meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht auch zur Kenntnis genommen, Berlin ist ein Klassiker in dieser Hinsicht. Das Land Berlin ist der größte Nutznießer des engeren Länderfinanzausgleichs in etlicher Milliardenhöhe. Die haben beschlossen, sämtliche Kita-Leistungen mit einem Federstrich freizustellen. Das freut mich für die Bürgerinnen und Bürger dort. Was mich nicht freut, ist, dass das mit unserem Geld dies geschieht. Und wir Zahlerländer, das ginge doch genauso Ihnen auch, das kann doch für keine Partei hier anders sein. Wir ringen darum, wie wir die Belastungen z. B. der Eltern hier in Hessen im Zaum halten. Und wir würden doch gerne dort auch noch mehr tun. Aber es kann doch auf Dauer nicht sein, dass solche Verzerrungen geschehen. Und wer das nicht ändert, meine Damen und Herren, der legt die Axt an die Kooperationsbereitschaft des Finanzausgleichs.
Ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber zwei Dinge kann man sich vielleicht einmal merken. Die Zahl der Zahlerländer ist ständig kleiner geworden, aber die Summe des Ausgleichs ist ständig höher geworden. So sind wir mittlerweile bei 3, gelegentlich 4. Früher waren wir mal 7, dann 6. Wir waren mal bei 3,5, dann bei 4 Milliarden, jetzt sind wir bei 9. Und diese Entwicklung geht immer mehr in die falsche Richtung. Alleine in den Jahren 2010 bis 2014 sind für die Zahlerländer die Belastungen von 7 auf 9 Milliarden gestiegen. Das sind 30% in diesen 5 Jahren. Meine Damen und Herren, wenn das so weiterginge, würden wir nach meiner festen Überzeugung in erhebliche Handlungsnot kommen. Und ein solches System kann nach meiner Überzeugung auch keine Zukunft haben. Dass die Empfängerländer das gelegentlich anders sehen, das vermag ich zu verstehen. Aber ernsthaft bestreitet niemand, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Der Einigungsdruck, und das will ich hier sagen, wir haben in diesem Jahr 25 Jahre Deutsche Einheit gefeiert, und wir sind ein Land. Aber was vielleicht nicht immer so deutlich gesehen wird, die 5 neuen Bundesländer haben eine doppelte Problematik. Sie können ihre Aufwendungen nur zur Hälfte ungefähr selbst finanzieren, und sie haben erheblichen Bevölkerungsverlust, was dazu führt, dass pro Einwohner für die Leistung der Infrastruktur in Mecklenburg, in Sachsen-Anhalt, aber auch in Sachsen, in Thüringen, pro Einwohner die Leistung immer besonders teuer wird. Immer weniger Leute müssen einen immer höheren Betrag erbringen, damit überhaupt eine Grundstruktur erhalten werden kann. Diese Problematik begegnet uns an allen Ecken wieder. Wenn wir z.B. über die Regionalisierungsmittel streiten im Bund, das sind die Mittel, von denen der RMV lebt und der Nordhessische Verkehrsverbund, dann geht es genau um solche Fragen, inwieweit kann man anerkennen, dass Länder, die bevölkerungsschwach sind, die aber eine Grundbedingung natürlich in der Infrastruktur brauchen, einen höheren oder einen abgesenkten Betrag bekommen. Ich trage das deshalb hier vor, weil in einer Fülle von Themen, die wir miteinander beraten, diese Systematik einem hinten klar sein muss. Und deshalb, meine Damen und Herren, waren wir alle der Auffassung, dass deutsche Einheit auch bedeutet, dass in Zukunft eine besondere Solidarität mit diesen Ländern geleistet werden muss. Und deshalb haben wir in dem neuen System dazu auch besondere Lösungen vorgesehen. Meine Damen und Herren, ich hatte darauf hingewiesen, dass die Notlagenländer Saarland und Bremen ganz besondere Probleme haben, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und manch andere. Wie sieht nun das neue System aus? Was ist eigentlich der Kern dieser Neuregelung? Der Kern dieser Neuregelung sieht so aus, dass wir den bisherigen engeren Länderfinanzausgleich komplett abschaffen und eine Regelung haben wollen, die sich komplett auf die Umsatzsteuer stützt. Eine, wie ich glaube, sehr kluge Maßnahme, weil die Umsatzsteuer besser als jede andere das wirtschaftliche Geschehen, das Atmen eines Landes darstellt. Wenn die Wirtschaft wächst, dann ist die Umsatzsteuer in aller Regel diejenige, die es am besten abbildet. Wenn es zurückgeht, bedauerlicherweise auch. Und deshalb haben wir eine Neuregelung ins Auge gefasst, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ohne zu sehr in die Details zu gehen. Wir schaffen den Umsatzsteuervorwegausgleich ab, komplett. Das war eine Forderung insbesondere von Nordrhein-Westfalen. Die Gründe für die Förderung, damit sie Zahlerland werden wollen, ist jetzt nicht unbedingt überzeugend. Aber um diesen Streit aufzuheben, nämlich von diesem Umsatzsteuervorwegausgleich haben zu fast 90% die neuen Bundesländer profitiert, waren wir am Ende uns einig, dass wir diesen Vorwegausgleich komplett abschaffen, ebenso den bisherigen streitbefangenen Länderfinanzausgleich und das alles in die Umsatzsteuerverteilung integrieren. Und das Ganze soll in der Weise geschehen, dass ab 2020 die Länder in einem Volumen von rund 4 Milliarden Umsatzsteuerpunkte erhalten. Und darin enthalten sind dann auch die von mir vorhin zitierten Entflechtungsmittel. Der Länderanteil an der Umsatzsteuer, meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, wird ja verteilt nach der Einwohnerzahl.
Das ist ein klares und eindeutiges Kriterium, führt aber zu Verwerfungen. Deshalb gibt es ein hochkomplexes System der Zuschreibungen und der Abschreibungen, damit man einigermaßen alle bedienen kann. Diese Tarifberechnung gründet zunächst einmal auf der Frage, wie ist überhaupt der Grundtarif, wie wir rechnen. Und das halte ich für einen großen Erfolg. Wir haben diesen Grundtarif auf 63% linear gesenkt. Der war bisher deutlich höher. Es war ein linear progressiver. Und der hat die Zahlerländer strukturell benachteiligt, weil wir immer weiter daran gingen. Der Umstand, dass wir jetzt auf Dauer einen 63-prozentigen linearen Tarif haben, das ist viel Steuerrecht, hat aber eine große Grundlage dafür, dass wir in Zukunft mehr von dem Geld behalten, was in diesem Lande erwirtschaftet wird. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, für den Hinweis auf die Fraktionsredezeit, sei mir erlaubt. Bitte? Hinweis, Fraktionsredezeit. Herr Präsident, ich habe es geahnt. Deshalb. Ja. Also, jetzt müssen wir uns ein bisschen verständigen. Herr Schäfer-Gümbel, werden Sie sprechen? Ja. Gut, dann mache ich Ihnen ein Angebot. Gut, dann sind wir uns einig. Ich trage Ihnen jetzt nichts vor zu den Sonderergänzungszuweisungen des Bundes. Ich trage Ihnen jetzt nichts vor zu den neuen Ergänzungszuweisungen des Bundes. Und ich trage Ihnen auch nichts zu neu hier vor zu den besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem Hochschulförderungspakt und Ähnliches mehr. Es ist hier angesprochen. Wer Näheres dazu haben will, können wir an anderer Stelle vielleicht vertiefen. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine Schlussbemerkung machen. Es war gelegentlich zu lesen, die Länder hätten sich zulasten des Bundes jetzt sozusagen saniert, und man hätte doch viel Größeres erwarten dürfen. Meine Damen und Herren, ja, insbesondere in der verfassungspolitischen Debatte gibt es da große Beiträge. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich ein Modell niederschreibe oder ob 16 Länder sich verständigen müssen. Und deshalb hätte ich mir auch manches wünschen können. Wir haben angegriffen die Einwohnerveredelung der Stadtstaaten. Wir haben angegriffen die Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft, derzeit mit 64, jetzt machen wir 75. Ja, warum haben wir das gemacht? Weil wir in zwei Punkten nachgegeben haben und die Empfängerländer bereit waren, in allen anderen Punkten nachzugeben. Und die Summe aus beidem ist für Hessen plus 500 bis 600 Millionen. Und das ist eigentlich die richtige Antwort, meine Damen und Herren. Und zum Schluss. Ich kann nicht nachvollziehen, eine Debatte hier der Bund und da die Länder und die Kommunen. Der Bund ist die Summe der 16 Länder und aller Kommunen. Und deshalb, meine Damen und Herren, auch der Bund muss ein vernünftiges Interesse daran haben, insbesondere die Länder, die ohne Hilfe nicht weitermachen können, so auszustatten, dass dieses Land überall vernünftig sich entwickelt. Und deshalb baue ich sehr darauf, dass nach einer gewissen Phase der Verhandlungen, ich habe gestern mit Herrn Schäuble lange vorverhandelt. Ich kann aber noch nicht vermelden, dass wir uns einig sind. Wir werden am Freitag mit dem Kollegen Scholz, dem Hamburger Bürgermeister, dem ich ausdrücklich danken will für seinen Einsatz, weitermachen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber, meine Damen und Herren, wenn alle 16 Länder jenseits aller Parteifarben zu einem Ergebnis kommen, dass netto ab dem Jahre 2020 den Bund sage und schreibe 4,6 Milliarden € kostet. Mehr sind es nämlich nicht, wenn man die jetzigen Leistungen vergleicht mit dem, was in Zukunft dann noch zusätzlich passiert. Das ist ungefähr 25% von dem, was der Solidarzuschlag, die rund 20 Milliarden € einbringt. Eine Einigung auf dieser Ebene halte ich nun beim besten Willen nicht für eine Überforderung des Bundes. Und deshalb bitte ich Sie alle herzlich, nehmen Sie Gelegenheit, insbesondere unsere Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, gerade die aus Hessen und alle anderen, die Sie auch noch treffen, von dieser Lösung zu überzeugen. Und, meine Damen und Herren, der Hessische Landtag, kann ich immer wieder lesen, sei ein besonders streitbefangener, leidenschaftlicher. Das mag so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Frage es jemand anders sieht. Deshalb bitte ich das ganze Haus um Unterstützung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das waren jetzt 4 Minuten 4 mehr als vorgesehen. Damit wachsen den Oppositionsfraktionen gerundet jeweils 1 Minute 30 zu. Als Nächstes hat das Wort Herr Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Ich habe eine Verabredung mit Nancy, die muss ich einhalten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lassen Sie mich gleich am Anfang feststellen, auch wir freuen uns über das Verhandlungsergebnis und den neuen Länderfinanzausgleich 2019, weil es mehr finanzielle Spielräume für das Land bedeutet. Und das ist erst einmal gut so. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, ich habe eine Verabredung mit meiner Fraktion, dass ich 10 Minuten einhalte, um auch ein bisschen das, was Sie drüberlegen, wieder reinzuholen. Das ist sozusagen unser Beitrag zur Vorweihnachtszeit. Deswegen will ich mich auf wenige Punkte konzentrieren. Ich will nicht wiederholen, was Sie zur inhaltlichen Ausgestaltung des Kompromisses gesagt haben, der am Ende in der Tat ein Für und Geben ist, ein Nehmen und Geben ist angesichts einer schwierigen Gesamtlage. Sie haben ausdrücklich und zu Recht aus meiner Sicht auf die besondere Haushaltssituation in Ostdeutschland und in 5 neuen Ländern hingewiesen. Sie haben auf die besondere Situation der Haushaltsnotlagenländer Saarland und Bremen hingewiesen und die Frage, wie kompliziert es ist, angesichts sehr unterschiedlicher Rahmenbedingungen am Ende zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen ist es sicherlich so, dass das am Ende ein rundes Ergebnis ist. Ich teile ausdrücklich auch Ihre Bemerkung, dass der Bund der Zusammenschluss der Länder ist. Die Länder sind nicht Regionalgliederungen des Bundes. Deswegen komme ich gleich auch zu diesem Punkt noch einmal auf Ihren Punkt, was die Frage der Bundessituation angeht. Mir ist allerdings wichtig, bevor ich das sage, noch einen anderen Satz zu sagen. Weil manchmal ist ja die Debatte um die Frage, ist man Einzahler- oder Nehmerland, eine, die ich nicht ganz verstehe. Im Kern ist es ein Kompliment, wenn man sich im Bund zu den Einzahlerländern zählen kann, weil es ist Ausdruck besonderer wirtschaftlichen Stärke. Und das ist erst einmal kein Grund, in Trübsal zu machen, sondern es ist erst einmal ein Punkt, über den man sehr froh sein kann. Ich will es nur einmal gesagt haben, weil manchmal finde ich, sag mal, bestimmte Untertöne in der Debatte ein wenig schwierig. Zweitens. Der Bund und insbesondere der Bundesfinanzminister ist aufgerufen, dieses Ergebnis der 16 Bundesländer zu übernehmen und seine Zusagen, das will ich ausdrücklich sagen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, aus den Vorgesprächen umzusetzen. Weil die ursprünglich vorgesehenen 8,5 Milliarden € waren damals gerechnet, wenn ich es richtig sehe, zu Preisen aus dem Jahr 2014. Und das ist nichts anderes mit den 9,3 Milliarden, um die es jetzt geht, 9,8 Milliarden, dass sie hochgerechnet wurden auf das Preisniveau von 2019. Und deswegen kann ich dem Bund nur dringend raten, auch angesichts der klaren Verhandlungsposition von allen 16 Bundesländern, den Abschluss 1:1 zu übernehmen, so wie er ausgehandelt wurde. Und ich bin optimistisch, Herr Bouffier, wenn wir ein bisschen mit Carsten Schneider und Thomas Oppermann reden, vielleicht auf innerparteiliche Willensbildung hinweisen und Sie wiederum, Herrn Schäuble, darauf hinweisen, dass es so etwas wie innerparteiliche Willensbildung geben kann zu solchen Entscheidungen, dass am Ende der Bund ganz sicherlich mit uns gemeinsam zur Überzeugung kommt, dass es ein gutes Ergebnis ist. Das ist drittens das Ergebnis langer und intensiver Verhandlungen. Auch darauf haben Sie hingewiesen. Ich will allerdings ergänzen, anders als Sie, nicht das Ergebnis einer Klage oder Klageandrohung der Länder Bayern und Hessen. Das ist sicherlich einer der Punkte, über den wir, wenn wir bis zum Ende aller Tage einen Dissens haben. Ich glaube, dass Sie mit der Klage eher die Gegnerschaft zur hessischen Position, zur bayerischen, aber auch zur baden-württembergischen und in Teilen auch der hamburgischen und der nordrhein-westfälischen Position eher komplizierter, stärker, intensiver gemacht haben und Sie in der Debatte Bündnispartner verloren haben. Übrigens, wenn das Bundesverfassungsgericht Ihrem Vortrag folgend bereits verhandelt hätte, wären Sie am Ende zu nichts anderem gekommen als zu dem, was wahrscheinlich jetzt auf dem Tisch liegt, nämlich erstens der Aufforderung, entlang von bestimmten Korridoren zu verhandeln
um am Ende zu einer politischen Entscheidung zu kommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht Ihnen einen neuen Länderfinanzausgleich geschrieben hätte, zumal es politisch auch ein Armutszeugnis wäre für die politischen Räume. Und deswegen noch einmal, wir sind anders als Sie, alles andere als davon überzeugt, dass die Klage und die Klageandrohung irgendeinen substanziellen Beitrag zu diesen Verhandlungen gebracht hat. Am Ende war klar, es müssen sich 16 Bundesländer einigen. Und dabei ist Hessen ein zentraler Teilnehmer gewesen. Dass das Ergebnis jetzt zustande gekommen ist, ist gut. Es ist aber ausdrücklich nicht Gegenstand der Klage. Damit will ich allerdings dann doch ein paar kleine Nebenbemerkungen machen zu den Problemen des Ergebnisses. Ja, 580 Millionen € Entlastung ab 2020 sind viel Geld. Sehr viel Geld, was das Land auch angesichts der strukturellen Herausforderungen brauchen wird. Aber wenn wir uns das genau anschauen, und der Ministerpräsident hat ausdrücklich darauf hingewiesen, geht es dabei auch um ein Paket, in dem die Entflechtungsmittel einbezogen sind, also 193 Millionen €, die faktisch eingerechnet wurden in den Entlastungsbetrag. Und wenn man den eben entsprechend berücksichtigt, ist der Entlastungsbetrag schon ein ganzes Paketchen kleiner, nämlich bei 400 Millionen €. Und auch wenn man sich die aktuelle Steuerschätzung anschaut und den Mechanismus zugrunde legt, der jetzt verhandelt wurde, dann sinkt die Pro-Kopf-Entlastung für das Land Hessen von 95 €, in der Tat, das wäre einer der höheren Beiträge der Entlastung, auf 87 €. Und das ist deutlich erstens unter dem Schnitt der westdeutschen Bundesländer, und es ist zweitens einer der niedrigeren Entlastungen. Worauf ich darauf hinaus will, Herr Ministerpräsident, ist, dass der neue Länderfinanzausgleich ein paar Probleme genauso beinhaltet wie der alte und ein bisschen die Debatte um Entlastung den Blick davor verengt, was das eigentliche Problem des Bundeslandes Hessen ist, dass nämlich gemessen an der Finanzkraft des Landes die Beträge, die in den Länderfinanzausgleich in den letzten Jahren eingezahlt wurden, rückläufig sind. Während Sie 2007 satte 13% in den Länderfinanzausgleich eingezahlt haben, waren das im Jahr 2012, das war der absolute Tiefstand, nur noch 6%. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Finanzkraft des Landes schwächelt. Und das Spannende wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das sage ich insbesondere auch in Richtung der Landesregierung, mal genau hinzuschauen, woran das eigentlich liegt. Ist das die Finanzmarktkrise? Sind es Strukturfragen? Oder was sind eigentlich die Gründe dafür, dass die Finanzkraft des Landes im Vergleich zu anderen Bundesländern so massiv unter Druck geraten ist? Die Mehraufwendungen im LFA in den letzten Jahren sind überproportional stark von Baden-Württemberg und Bayern getragen worden, während im Verhältnis der Beitrag Hessens gesunken ist. Und es spricht dafür, dass die Wirtschafts- und Finanzkraft des Landes schwächer wird und nicht stärker. Und es ist mir wichtig, am heutigen Tag darauf hinzuweisen, weil wir nicht die Augen davor zumachen dürfen, dass es ein paar Probleme gibt. Sie haben darüber hinaus darauf hingewiesen, Herr Ministerpräsident. Ich warte jetzt einfach einen kurzen Moment. Ja, nein, ich setze mich ja mit zentralen Argumenten. Ich nehme es sehr ernst, deswegen warte ich einfach auf Sie. Kein Problem. Ich laufen und zuhören. Es ist kein Problem. Ich wollte nur mit Frau Faeser verabreden, dass die 10 Sekunden eingepreist sind. Ja. Sie haben, Herr Ministerpräsident, eben darauf hingewiesen, dass das jetzige System intransparent und ungerecht ist. Ich will nur auf Folgendes hinweisen. Erstens. Dieses System ist von Roland Koch und der schwarz geführten Landesregierung im Jahr 2000 mitverhandelt gewesen und hier im Landtag mehrfach als elementar und substanziell bewundert und gefeiert worden, als ein richtiger Durchbruch, weil es die Leistungsfähigkeit des Landes endlich entsprechend berücksichtigt. Ich will nur darauf hinweisen, Herr Schork, darauf hinweisen, weil das kommt jetzt wieder. Weil ich will mir am heutigen Tage nicht verkneifen, zwei Bemerkungen zu machen zur zentralen Begründung Ihrer Verfassungsklage. Erstens, dass die kommunale Finanzkraft zu hoch bewertet sei.
Sie kommen aus den Verhandlungen heraus. Sie haben eben mit zwei Bemerkungen gesagt, das sei das Ergebnis des Kompromisses. Aber ich will für das Protokoll festhalten. Sie haben die Verfassungsklage begründet mit dem Hinweis, dass die Finanzkraft der Kommunen zu hoch bewertet ist und Sie sie senken wollten. Und Sie kommen aus den Verhandlungen, und das Ergebnis ist, die Finanzkraft wird zukünftig höher bewertet. Erste Feststellung. Zweite Feststellung. Sie haben mehrfach erklärt, dass die zentrale Begründung, nämlich die Einwohnerveredelung im Länderfinanzausgleich, weg muss. Ich halte fest, Sie kommen aus den Verhandlungen heraus und haben sie festbetoniert. Das ist das Ergebnis Ihrer Verhandlungen. Man kann das im Kompromiss sehen. Ich will nur sagen, es waren die beiden zentralen Begründungen Ihrer Klage, warum Sie das wollten. So, wir stellen fest, in beiden Punkten haben Sie das genaue Gegenteil von dem, was Sie vorher als Klagegründe angeführt haben. Ich verkneife mir jetzt alle Bemerkungen, Herr Bouffier, zur Frage, von wie man steigt und landet, weil wir vor Weihnachten sind. Aber ich will darauf hinweisen, dass es schon auch nach solchen Verhandlungen immer noch einen Punkt gibt, der es einem manchmal schwer macht, sozusagen solche Ergebnisse als historisch zu feiern, insbesondere weil wir nicht vergessen, dass im Jahr 2000 ein Länderfinanzausgleich gefeiert wurde, der von einer schwarz geführten Landesregierung verhandelt wurde. Zweitens, der anschließend beklagt wurde, und zwar vor der Landtagswahl, um anschließend nach der Landtagswahl in Verhandlungen wieder abgeräumt zu werden. Ich bin mit dem Ergebnis einverstanden. Ich will nur für die Geschichtsschreibung es hier hinterlegen, weil ich nicht sicher bin, wann die nächste Klage kommt. Deswegen will ich zum Schluss kommen. Die Aufrechterhaltung der Klage beim Bundesverfassungsgericht ist aus meiner Sicht aus zweierlei Sicht bemerkenswert. Nämlich zum einen, wen setzen Sie eigentlich unter Druck? Da alle Länder sich einig sind, doch offenbar nur Herrn Schäuble. Und Herrn Schäuble weiter mit der Verfassungsklage zu bedrohen, das hat so ein kleines bisschen was auch von Horst Seehofer, aber okay, geschenkt. Zum anderen, und das wird für Sie schon zu einem Problem werden, Sie haben alle mehrfach erklärt, dass das Kernelement der Klage die zu hohe Anrechnung der kommunalen Finanzkraft ist. Wenn Sie das jetzt aber ausverhandelt haben als Ihr zentralen Punkt, dass der mit akzeptiert ist, wird es vor dem Bundesverfassungsgericht irgendwann ziemlich schwierig zu begründen, warum genau das jetzt allerdings der Punkt sein soll, das am Ende nicht zu machen. Sagen Sie noch ein Wort, wie das sich auswirkt, wenn der Tarif abgesenkt diesen, ist. Diesen Widerspruch müssen Sie irgendwann erklären. Deswegen bleibe ich am Ende, Herr Ministerpräsident, dabei. Ja, das Ergebnis ist okay. Wir sind froh, dass es zustande gekommen ist. Ich will trotzdem darauf hinweisen, dass es dahinter ein paar Probleme gibt, die damit nicht gelöst sind. Meine herzliche Bitte ist am Ende, auch in den nächsten Debatten mit Ihrer Neidrhetorik aufzuhören. Ich will das an zwei Stellen sagen. Erstens der Punkt zu Berlin. Mein Vorschlag ist, besprechen Sie das einmal mit Frank Henkel am Rande des nächsten Bundesparteitags. Der wird Ihnen zu Berlin und der Finanzlage dort etwas sagen. Das gilt auch im Kern für Rheinland-Pfalz. Auch da will ich festhalten, dass nach Länderfinanzausgleich das Land Rheinland-Pfalz weniger Geld pro Kopf zur Verfügung hat als Hessen und man dort trotzdem kostenfreie Kitas angeboten hat. Es scheint also das Ergebnis von politischen Entscheidungen zu sein. Deswegen komme ich zum Ende mit dem Hinweis, die SPD in Hessen freut sich, dass dem Land Hessen ab 2020 ein zusätzlicher Betrag in der Kasse verbleibt. Unser Ziel ist, bis dahin die Regierung zu stellen. Wir werden sicherlich die Mittel kreativer einsetzen für Bildung und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Ihren Verhandlungserfolg. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als nächstes spricht für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Frau Kollegin Erfurth. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man könnte das zu Ende gehende Jahr 2015 als ein Jahr der Kompromisse in den föderalen Finanzbeziehungen bezeichnen. Besonders in den letzten Monaten hatten wir mehrere Kompromisse, die die föderalen Finanzbeziehungen verändern. Denken Sie an den Flüchtlingsgipfel im September. Sie kennen das Ergebnis. Da haben sich Bund, Länder und Kommunen in einer Gesamtverantwortung gefunden, um die Flüchtlingsfrage zu klären. Er änderte mit der Zusage des Bundes ab 2016 eine Pauschale von 270 € pro Flüchtling und Monat an die Länder zu zahlen. Außerdem 350 Millionen € für unbegleitete minderjährige Ausländer. Im sozialen Wohnungsbau beteiligte sich der Bund mit 500 Millionen €. Die vom Bund ursprünglich vorgesehenen Mittel für das Betreuungsgeld gehen ebenfalls an die Länder. 2016 310 Millionen €, 2017 und 2018 fast 1 Milliarde €. Bund und Länder haben sich schließlich darauf verständigt, die Regionalisierungsmittel für den ÖPNV im Jahr 2016 auf 8 Milliarden € aufzustocken und die Dynamisierung statt bisher mit 1,5 % auf 1,8 % anzuheben. Insgesamt eine neue Aufstellung in den föderalen Finanzbeziehungen und jetzt, kurz vor Jahresende oder kurz vor Weihnachten, noch etwas, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder einigen sich auf ein Modell zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ab dem Jahr 2020. Ich kann nur sagen, Herr Ministerpräsident, das hat mit Recht die Bezeichnung historisch verdient. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das war eine reife Leistung. Sie, Herr Bouffier, haben unser Bundesland in diesem Konzert sehr gut vertreten. Vielen Dank. Man könnte ja meinen, dass so eine große Herausforderung von außen wie die Flüchtlingskrise im Inneren nicht zu Streit und Missgunst geführt hat, sondern eben auch Kompromissbereitschaft und Bereitschaft zum Ausgleich und Willen, sich zu verständigen, erhöht hat. Meine Damen und Herren, das Kernproblem im Länderfinanzausgleich liegt aus grüner Sicht nicht in der grundsätzlichen Idee, dass unterschiedliche Bundesländer auf eine vergleichbare finanzielle Basis gebracht werden müssen. Nein, wir haben uns immer zur solidarischen Verantwortung unter den Ländern bekannt. Das bisherige System, wir haben es oft genug hier in diesem Hause diskutiert, war intransparent und setzt Fehlanreize, die die eigenen Anstrengungen der Bundesländer schmälert, Finanzkraft zu verbessern. Nach den geltenden Regeln, wir haben es auch oft hier diskutiert, gibt es zu geringe Anreize für steuerschwache Bundesländer, ihre Haushaltssituation aus eigener Kraft zu verbessern. Auf der anderen Seite ist auch kritisch anzumerken, dass den steuerstarken Bundesländern viel zu wenig von den zusätzlichen Steuereinnahmen verbleibt. Hinzu kommt, der Länderfinanzausgleich ist derartig komplex und intransparent, dass er, wenn überhaupt, nur noch von ganz, ganz wenigen Experten tatsächlich durchschaut blickt. Deshalb, wir haben uns als GRÜNE schon zu Oppositionszeiten sehr intensiv mit der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs beschäftigt. Wir haben uns auch, anders als die Kollegen von der Sozialdemokratie, für eine fachlich fundierte Klage gegen den Länderfinanzausgleich ausgesprochen. Eine Klage, ja, Norbert Schmidt, das war so, eine Klage, deren Ziel ein Länderfinanzausgleich ist, der die grundgesetzlichen Vorgaben erfüllt, die Finanzkraft unter den Ländern auszugleichen und gleichzeitig die vorhandenen Missstände, die wir immer wieder auch hier gemeinsam beschrieben haben, beseitigt. Auch wir haben die Klage als letztes Mittel angesehen, wenn die Länder sich nicht einigen. Es schien ja durchaus so, dass die Einigungsbereitschaft und der Einigungswille nicht besonders hoch ausgeprägt war. Ich glaube, das gilt auch innerhalb der Parteien. Also, ich habe jedenfalls mit meinen grünen Parteifreundinnen und Parteifreunden in anderen Bundesländern und auch auf der Bundesebene trefflich darüber gestritten, wie künftig der Länderfinanzausgleich aussehen könnte. Wir haben auch immer gesagt, das Bundesverfassungsgericht wird der Politik die Arbeit nicht abnehmen. Ganz klar.
Ganz klar, auch das Bundesverfassungsgericht würde nur Leitplanken benennen, und hinterher müssen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten wieder zusammensitzen und entlang dieser Leitplanken verhandeln. Jetzt waren Sie ein bisschen schneller. Das ist auch gut so. Das ist richtig so. Aber ich bin auch weiterhin dabei, es macht durchaus Sinn, die Klage nicht jetzt zurückzunehmen, sondern erst einmal zu warten, was nachher nach all den gesetzlichen Regelungen, die der Ministerpräsident beschrieben hat, dann letztlich im Gesetzblatt steht, wie das aussieht, wie die Verfassungsänderung gestaltet wird. Und dann, wenn wir all das hinter uns haben, dann können wir die Klage zurückziehen. Das hat eine gewisse Logik. Wir GRÜNE hatten bereits 2011 einen Vorschlag unterbreitet und ausgearbeitet. Und Kern unseres Vorschlags war die Neuverteilung der Umsatzsteuer nach Bedarfskriterien. Auch wir wollten den bisherigen horizontalen Finanzausgleich abschaffen. Der Vorschlag der Ministerpräsidentin und der Ministerpräsidenten folgt auf den ersten Blick einer ähnlichen Logik und einer ähnlichen Grundidee. Allerdings muss man, glaube ich, auch noch einmal genauer hinschauen, wie sich die einzelnen Änderungen auswirken. Wir haben davon gesprochen, dass der Umsatzsteuervorwegausgleich wegfällt, weil es ein besonderes Bedürfnis gab, eines Bundeslandes diesen wegfallen zu lassen. Das Umsatzsteueraufkommen verteilt sich in der sogenannten ersten Stufe verteilt jetzt das Umsatzsteueraufkommen zugunsten der finanzschwachen Länder. Und obwohl in dieser ersten Stufe sehr, sehr viel mehr Geld bewegt wird als in der zweiten Stufe und sie eigentlich viel bedeutender ist, weil sie in Geld gemessen viel schwerwiegender ist, hat über sie fast niemand gesprochen. Alle haben sich oder fast alle Menschen haben sich über die zweite Stufe unterhalten, die zweite Stufe, den sogenannten engeren Länderfinanzausgleich, weil da nämlich die direkten Zahlungen von Geberländer an Nehmerländer in den Länderhaushalten einzeln nachvollziehbar waren. Und dieser Austausch oder dieser Struktur war schon immer Gegenstand politischer Debatten. Das haben wir auch hier im Landtag trefflich ausgefochten. Und es war auch ein treffliches Bild und ein treffliches Feld besonderer Polemik auch hier im Hessischen Landtag. Diese Debatte isoliert geführt ist aber in der Tat vordergründig, weil sie nicht das gesamte Problemfeld der Finanzverteilung in den Blick nimmt und die föderalen Finanzbeziehungen insgesamt ausblendet. Durch die Reform, über die wir heute sprechen, werden beide Stufen, nämlich der Umsatzsteuervorwegausgleich und die direkten Zahlungen, zusammengeführt. Wir haben nur noch eine Stufe in der Umsatzsteuerverteilung und haben dadurch einen wichtigen Vorteil, dass ein intransparentes Element wegfällt und dass wir in der Umsatzsteuerverteilung über Zu- und Abschläge regeln, wie die Finanzkraft der einzelnen Länder sich aneinander angleicht. Damit haben wir weiterhin eine grundsätzliche Mechanik im solidarischen Ausgleich. Das ist, glaube ich, das wichtige Element in diesem Länderfinanzausgleich, dass die grundsätzliche Solidarität nicht infrage gestellt wird. Der Ministerpräsident hat es betont, Hessen steht zu seiner Verantwortung, sich gegenüber finanzschwachen Ländern solidarisch zu verhalten. Das ist eine gute Grundidee. Und der Föderalismus in der Bundesrepublik ist ja geprägt durch den solidarischen Ausgleich untereinander. Und wir wären ohne einen solchen Ausgleich wären einzelne Länder nicht lebensfähig. Das gilt insbesondere für die Länder im Osten. Sie haben es dargestellt, Herr Ministerpräsident. In Zukunft werden wir, wenn die Reform so verwirklicht wird, keine Ausgleichsbeträge mehr von Geberländern an Nehmerländer haben. Es wird also in den Haushalten der Länder nicht mehr direkt ablesbar sein, was einzelne Bundesländer an andere zahlen. Manche sagen jetzt, damit kündigt ihr die Solidarität auf. Ich sage, nein, das tun wir nicht, weil wir haben durch die Mechanismen im Umsatzsteuerausgleich eingebaute Stellschrauben, die dafür sorgen, dass die finanzschwachen Länder weiterhin gestützt werden und dass damit auf gar keinen Fall die Solidarität untergraben wird. Ich komme zu einem Punkt, linearer Ausgleichstarif versus
Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft. Ja, das war ein Teil der Klage, die Schwarz-Gelb damals auf den Weg geschickt hat. Es war nicht unsere Klage. Wir haben auch immer gesagt, ob das Erfolg haben wird an diesem Punkt, wie die Klage ausgestaltet ist, die Frage stellt sich, und das werden wir nicht zu bewerten haben. Das wird das Bundesverfassungsgericht haben. Was wir aber sehen müssen, ist, wo ist sozusagen die Stellschraube, die es für Hessen ermöglicht, mehr von den Steuermehreinnahmen zu behalten, mehr von der Finanzkraft zu behalten, und was macht es möglich, dem Kompromiss am langen Ende zuzustimmen und auch hier zu sagen, das ist das Wesen eines Kompromisses, dass alle sich bewegen. Und ich glaube, da ist die richtige Stellschraube gefunden worden. Es ist nämlich der Bereich, in dem die Zu- und Abschläge an einem Tarif von 63% gemessen werden. Das nützt uns als steuerstarkem Land, weil wir da nicht mehr so stark an Steuereinnahmen in andere Länder mitverteilen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, da werden Fehlanreize beseitigt, und da nützt es auch allen Ländern, sich um Steuermehreinnahmen zu bemühen. Dagegen steht, das hat Herr Schäfer-Gümbel zu Recht gesagt, dass die kommunale Finanzkraft künftig stärker einbezogen wird. Ja, das ist so. Das ist so, aber es ist ja auch nicht der Richterspruch über eine vorliegende Klage, sondern es ist das Ergebnis einer langen und aufwendigen Verhandlung, die mit dem Ziel, das sehe ich nicht widersprüchlich an, Herr Schmidt, sondern hier war ein anderer Ausgangspunkt. Da haben 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten zusammengesessen, um zu überlegen, wo können wir uns einigen. Und das ist gerade das Wesen des Kompromisses, dass man sich nicht an einer Stelle festredet und festhält, sondern dass man dann zu Punkten kommt, wo man sich tatsächlich einigen kann. Und das ist hier erfolgt, und insgesamt können wir einen Strich drunter machen und können sagen, das Ausgleichssystem bleibt solidarisch, und gleichzeitig werden Ansätze, Anreize für verantwortungsvolles Handeln und eigenverantwortliches Handeln in den Ländern gestärkt. Es gibt weiterhin zahlreiche Sonderregelungen zusätzlich zum Umsatzsteuerausgleich. Sie haben es in dem Papier gelesen. Es wird künftig allgemeine Bundesergänzungszuweisungen zugunsten der Ostländer, aber auch zugunsten finanzschwächerer westdeutscher Länder geben. Es wird Sonderbedarfsergänzungszuweisungen geben für teilungsbedingte Sonderlasten. Und es wird neue Bundesergänzungszuweisungen geben, die eben auch dem Einigungswillen und Einigungszwang in gewisser Weise geschuldet waren, wie z.B. die Bundeszuweisung für Forschungsförderung. Ja, und insgesamt kann man sagen, man könnte vielleicht noch ein wissenschaftlicheres, gerechteres, fundierteres System haben wollen. Auch wir sind einmal damit gestartet und haben, als wir uns sehr intensiv mit dem Länderfinanzausgleich beschäftigt haben, haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, was sind objektive Kriterien, anhand derer man den Länderfinanzausgleich möglichst gerecht und nachvollziehbar gestalten kann, und wie kriegt man das hin. Ich kann Ihnen sagen, auch der schönste und abstrakte Vorschlag, der gerecht erscheint und der sozusagen in der abstrakten Betrachtung gut und richtig erscheint, scheitert dann, wenn andere nicht mitmachen, weil sie nämlich subjektiv das Gefühl haben, hier werden Gewinner oder Verlierer produziert, und sie fühlen sich ungerecht behandelt. Deshalb muss man auf die Ebene kommen, wo man untereinander verhandelt und wo man untereinander sagt, ja, so kann es funktionieren, und dann muss man eben auch die entsprechenden Zu- und Abschläge machen und schauen, dass man gefühlte und berechtigte Sonderinteressen berücksichtigt und dann auch Sonderregelungen in solche Vereinbarungen aufnimmt. Das gilt insbesondere dann natürlich auch, wenn es um Geld geht und wenn 16 Interessen von 16 verschiedenen Ländern aufeinandertreffen, die austariert werden müssen, ist das ohne Frage ein sehr anstrengendes Geschäft. Ich glaube, es ist hier gut gelungen, sich zu einigen. Meine Damen und Herren, es haben sich 16 Länder geeinigt. Jetzt ist der Bund am Zug. So kann man es, glaube ich, auf einen Nenner bringen.
Sie haben es gesagt, Herr Schäfer-Gümbel, Schäuble hatte einmal angeboten, 8,5 Milliarden. Wir rechnen jetzt ja hoch auf das Jahr 2020. Da sind wir mit 9,6 Milliarden gar nicht so weit von weg. Ich glaube, es ist gut getan, das Zeitfenster, das wir jetzt haben, das zwischen den Wahlen liegt, die wir alle im Kopf haben, dass wir dieses Zeitfenster nutzen, diese Vereinbarung, die jetzt von allen Landesregierungen getragen wird, das Zeitfenster nutzen, um auch den Bund zu überzeugen, dass er mitmacht. Da kann ich nur an alle Fraktionen, die Einfluss in Berlin haben, appellieren, arbeiten Sie mit, dass wir Schäuble überzeugen. Ich kann nur dem Ministerpräsidenten viel Erfolg wünschen für die Fortsetzung der Gespräche, die sich ja wohl gestern schon begonnen haben, und dass wir uns hier wiedersehen, um dazu sagen zu können, jawohl, der Bund hat jetzt eingewilligt. Ich bin gespannt darauf, und ich freue mich auf den Tag. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Als Nächster spricht für die Fraktion DIE LINKE Herr Abg. Van Ooyen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, auch heute wollten Sie wieder nicht darauf verzichten, den Stammtisch dadurch zu mobilisieren, dass Sie einmal mehr darüber reden, dass man in Berlin ja unser sauer verdientes Geld für Kitas verjubeln würde. Das sagen Sie. Diese Art Polemik, Herr Ministerpräsident, können Sie vergessen. Das hilft niemandem, und es macht auch eine Einigung mit dem Bund nicht einfacher, wenn Sie immer wieder erkennen lassen, dass Sie nicht nur neidisch, sondern missgünstig sind, wenn unsere Bundesländer in sozialen Belangen weiter sind als Sie hier in Hessen. Der Länderfinanzausgleich verteilt nur die Steuereinnahmen, nicht die Ausgaben der einzelnen Bundesländer. Bemerkenswert auch, dass Sie sich hier hinstellen und allen Ernstes erzählen, dass die Zahlungen der drei Geberländer zwischen 2010 und 2014 um 2 Milliarden € angestiegen sind. Stimmt. Das stimmt. Allerdings sind die Zahlungen, die Hessen dazu beiträgt, in diesem Zeitraum lediglich 3 Millionen €, also gerade 0,2 % ist die Belastung durch den Länderfinanzausgleich für Hessen zwischen 2010 und 2014 also gestiegen. Gleichzeitig sind aber die Steuereinnahmen, die in Hessen bleiben, um satte 3,6 Milliarden € gestiegen. Von jedem Euro, den Hessen 2014 also mehr eingenommen hat als im Jahr 2010, musste es 0,1 Cent abgeben. Dass der hessische Ministerpräsident daraus macht, dass ein solches System keine Zukunft habe, ist schon irrwitzig und zeigt, worum es eigentlich geht. Es geht um dumpfe Polemik. Gegen eben diesen Länderfinanzausgleich hat die hessische Landesregierung geklagt, und das war Zeit- und Geldverschwendung. Statt auf eine konstruktive Lösung hinzuarbeiten, hat sich die damalige schwarz-gelbe Landesregierung im März 2013 entschlossen, gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen und noch einmal vor den Landtagswahlen ein großes Fass aufzumachen. Was haben wir hier im Haus alles erlebt? Debatten, in denen die neoliberal-konservative Regierungskoalition aus CDU und FDP eine Parallele zum Jahr 1914 herstellen wollte, um die Sozialdemokraten mal wieder mit dem Vorwurf, sie seien vaterlandslose Gesellen, zu provozieren. Christian Wagner sagte etwa in der Debatte am 28. Februar 2013, ich zitiere, darauf kommt es heute an, Sie sind heute mehr Hessen, sind Sie heute mehr Hessen oder mehr Genossen? Das wollen wir der Öffentlichkeit dann auch klar und deutlich sagen. Bei uns hatte er den Verdacht, dass wir Hessen wären, nur glaube ich nicht mehr. Und Herr Dr. Wagner setzte noch einen drauf und sagte, ja. Nein, das ist ein schönes Zitat noch. Die SPD in diesem Haus verrät mit ihrer Verweigerungshaltung die Interessen unseres Landes. Soweit das Zitat von Herrn Wagner. Unter Vaterlandsverrat ging es bei ihm nicht.
Volker Bouffier sprach heute von einem Akt politischer Notwehr. Und damals aus dem Schloss Biebrich heraus verkündet die Landesregierung gemeinsam mit Horst Seehofer, dass die Schmerzgrenze der Belastung im Länderfinanzausgleich erreicht sei. Welches Bild man da in Cottbus oder Oberhausen gehabt haben mag, kann man sich gut vorstellen. Kurzum, die Debatte um den Länderfinanzausgleich wurde aus Hessen vor allem für polemische Übertreibungen und wahlkampftaktische Manöver genutzt. Umso erstaunlicher, wie viel Kreide der neue, alte Landesvater Volker Bouffier heute hier vorgeführt hat. Erstaunlich ist auch das Verhandlungsergebnis, wenn man einmal die Maßstäbe anlegt, die von der Landesregierung an den Länderfinanzausgleich angelegt wurden. Denn wesentliche Elemente, gegen die Sie klagen, die Klage wollen Sie ja bisher immer noch nicht sofort zurückziehen, haben Sie nicht nur im Sinne der Klage geändert, sondern sogar noch verstärkt. So etwa sollen die Steuereinnahmen der Kommunen im Länderfinanzausgleich nun stärker berücksichtigt werden als bisher. Hessen hatte aber gerade gefordert, diese Einnahmen weniger zu berücksichtigen. Und auch die Bundesergänzungszuweisungen, gegen die sich Hessen in der Klage gewandt hat, bleiben nicht nur erhalten. Nein, es wird sogar eine zusätzliche Bundesergänzungszuweisung für Forschungsförderung eingeführt. Meine Damen und Herren von der Landesregierung, angesichts dieses Verhandlungsergebnisses sollten Sie sich ehrlich machen und die Klage gegen den Länderfinanzausgleich jetzt gleich zurückziehen. Denn in wesentlichen Punkten haben Sie einem Kompromiss zugestimmt, der Ihre Argumentation vor dem Bundesverfassungsgericht als das erkennen lässt, was es immer war, ein polemisches Getöse. Und so bleibe ich dabei, die Klage des Landes Hessen gegen den Länderfinanzausgleich war Zeit- und Geldverschwendung. Auch die Ausstattung der Länder mit einer eigenständigen Gestaltungskomponente bei der Einkommensteuer, wie es die neoliberale FDP immer wieder gefordert hat, haben wir immer abgelehnt. Diesen Konkurrenzföderalismus folgt die klassische Idee, Länder müssten wie Unternehmen um Bürgerinnen und Bürger und um die Wirtschaft konkurrieren. Hier wird auf eine steuerpolitisch induzierte Abwanderung in ein Bundesland mit niedriger Steuerlast gesetzt. Das ist aber naiv. Wäre dieses Wettbewerbsmodell in den letzten Jahrzehnten angewendet worden, dann sähe Deutschland heute noch schlechter aus, was den Zusammenhalt angeht. Wir kämpfen für einen Solidarföderalismus, der für homogene Entwicklungsbedingungen sorgt. Und da lohnt es sich, den Kompromiss, den die Länder jetzt gefunden haben, einmal genauer anzusehen. Aus meiner Sicht positiv ist die Tatsache, dass die Finanzkraft der Kommunen jetzt stärker berücksichtigt wird. Wenn Sie sich einmal ansehen, wie hoch die Zuweisungen der einzelnen Bundesländer an ihre Kommunen sind, dann wird deutlich, dass dies ganz wesentlich von der Finanzkraft der Kommunen in den jeweiligen Bundesländern abhängt. Anders ausgedrückt, damit die Kommunen in Sachsen oder Schleswig-Holstein ihre Aufgaben erfüllen können, müssen die Länder dort deutlich mehr aus dem Landeshaushalt zuschießen, als das Land Hessen mit seinen Kommunen, die deutlich höhere Einnahmen haben, als in anderen Bundesländern. Ganz nebenbei wissen wir aber auch, dass gerade Hessen hier immer noch zu wenig für seine Kommunen tut. Auch deren Finanzkraft hat eben Grenzen. Wir hätten gerne gesehen, wenn man die Einnahmen von Ländern und ihre Kommunen als Einheit betrachtet, also die Einnahmen der Kommunen vollständig berücksichtigt hätte. Soweit ist es noch nicht gekommen, aber immerhin werden die Einnahmen der Kommunen nun stärker berücksichtigt als bisher. Ein zweiter positiver Punkt in dieser Einigung sind die gemeinsamen Anleihen von Bund und Ländern. Es war absolut widersinnig, dass das bisher noch nicht geschehen ist. Nun endlich ist man sich einig geworden, dass es sinnvoll und richtig ist, dass Bund und Länder ihre Schulden gemeinsam am Kapitalmarkt finanzieren. Damit dürften für die Länder Zinsvorteile entstehen und so die Haushalte auch entlastet werden. Nun will ich der Regierungsseite in diesem Haus aber nicht weiter unerträgliche Schmerzen zuführen und höre auf mit meinem Lob für einige Teile der Neuregelung dieses Finanzausgleichs. Denn es gibt auch genug, worüber man sich sicher streiten kann. Zum einen ist es die Überschrift, unter die man diese Einigung gestellt hat.
Da wird ja tatsächlich behauptet, dass der Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen Form abgeschafft würde. Tatsächlich passiert das ja nur zu einem sehr, sehr engen, in einem engen Sinne. Viel treffender ist der Vorschlag beschrieben mit einem Wegfall der Umsatzsteuer-Vorwegausgleichssituation. Das ist nun zugegeben sehr sperrig, aber auch eben zutreffend. Auf gut Deutsch bezieht man nun die Umsatzsteuer sogar in den Länderfinanzausgleich ein. Das hat rechnerisch kaum Auswirkungen, politisch aber sehr wohl. Zum einen wird dadurch Nordrhein-Westfalen zum Geberland. Das sieht von NRW als schöner aus, hat aber allein rechnerische Ursachen. Gleichzeitig aber werden auch andere Länder nun zu noch mehr und höheren Nehmerländern, Sachsen etwa. Dort wird jetzt erkennbar, dass gerade die ostdeutschen Bundesländer bei der Umsatzsteuer noch weit hinter uns liegen, was den westdeutschen Flächenländern anfällt an Einnahmen, wird dort im Grunde genommen sichtbar, dass es ausfällt. Das ist zwar durch die Landespolitik nur schwer zu beeinflussen, aber es ist zu befürchten, dass dies zunehmend Teil der politischen Auseinandersetzung über den Länderfinanzausgleich werden wird. Ich hätte es ehrlich gesagt lieber gesehen, wenn man das Verteilungsvolumen des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne weiter verringert und so dem Ganzen etwas die politische Aufregung nimmt. Gleichzeitig hätte man dafür den Umsatzsteuerausgleich weiter stärken müssen, sei es drum. Ich kann es auch verstehen, wenn Nordrhein-Westfalen gerne zum Geberland werden will, um sich damit den Polemiken aus Bayern und Hessen ein wenig vom Hals zu halten. Nichtsdestotrotz ist der Kompromiss alles andere als der große Wurf. Ich gehe davon aus, und so ist es auch schon darauf angelegt, dass wir in einigen Jahren wieder aus diesem Landtag zu hören bekommen, wie ungerecht der Länderfinanzausgleich ist. Der Kollege Schäfer-Gümbel hat darauf hingewiesen, dass die Vereinigung von 2000 im Grunde genommen auch hier schon einmal bejubelt wurde, der dann im Nachhinein beklagt wurde. Dabei ist das politische Gezerre um den Länderfinanzausgleich nichts anderes, wie gesagt, als Polemik. Nur ein Beispiel, wie diffizil das Gebilde ist. Bremen wurde 1970 vom Geber zum Nehmerland. Der Grund dafür war aber nicht, dass man in der bremischen Bürgerschaft so schlecht gewirtschaftet hatte. Der Grund war die erste große Finanzreform. Mit ihr wurde das Wohnortprinzip bei der Einkommensteuer eingeführt, und die vielen Einpendler nach Bremen zahlten ihre Einkommensteuer nun an ihrem jeweiligen Wohnort und nicht mehr in Bremen. So etwas Ähnliches erleben wir nun auch mit der Abschaffung des Umsatzsteuerausgleichs. Der nun gefundene Kompromiss ist aber sicher einer, der nicht von Dauer sein wird. Deshalb ist ja auch, wie gesagt, für das Jahr 2030 eine Kündigungsklausel bereits eingebaut. Ich würde mich doch nur sehr wundern, wenn der nun gefundene Kompromiss deutlich über das Jahr 2030 hinausgehen würde. Von heute aus gesehen mag das sicher noch lange erscheinen. Da der Länderfinanzausgleich aber die Neuregelung erst nach 2019 in Kraft tritt, heißt das eben auch, dass er nur 10 Jahre Bestand haben soll. Wohlgemerkt heißt das jetzt auch, dass die Bundesländer nicht auch weiterhin das Recht haben, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, denn irgendjemand kommt sicherlich auf den Gedanken, dass hier Ungerechtes in der Verteilung ist. Was uns aber fehlt in diesem Kompromiss, ist eine klare Orientierung auf einen deutlich stärkeren Ausgleich, der sich auch und vor allem an den örtlichen Bedürfnissen orientiert. Beim kommunalen Finanzausgleich ist die Landesregierung ja genau den Weg gegangen und orientiert sich nun stärker an den Bedarfen, wenngleich sie natürlich auch die Bedarfe vor Ort künstlich kleinrechnet, damit ja nicht der Eindruck entstünde, Hessen spare auf Kosten seiner Kommunen. Der Länderfinanzausgleich bleibt aber weiterhin vollständig strukturblind. Es ist eben nur sehr schwer, durch landespolitische Entscheidungen zu beeinflussen, wo Unternehmen sich ansiedeln und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Die Werftenkrise in Norddeutschland oder der Strukturwandel im Ruhrgebiet haben das sicher auf schmerzhafte Weise gezeigt.
Hier sind die Länder nur sehr langsam in der Lage, durch Investitionen in Bildung und Strukturwandel den Problemlagen zu bewältigen und die Entstehung neuer, funktionierender Wirtschaftskreisläufe zu fördern. Ein solidarischer Finanzausgleich sollte daher auch berücksichtigen, dass die Länder sehr unterschiedliche Aufgabenstrukturen haben, etwa weil die sozialen Lagen sehr unterschiedlich sind und entsprechend unterschiedlich hohe Bedarfe bestehen, um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Gleichzeitig hätten wir auch gerne gesehen, dass der Bund stärker in die Verantwortung genommen wird. Bei den Aufgaben, bei denen die Kommunen und Länder faktisch keinen Gestaltungsspielraum haben, sondern lediglich als Erfüllungsgehilfen bundesrechtlicher Sozialgesetzgebungen sind, sollte auch der Bund die Kosten tragen. Konkret sollte der Bund in Zukunft direkt die Ausgaben für Asyl und BAföG sowie die gesamten Kosten der Unterkunft übernehmen. Zu den notwendigen Neuregelungen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen gehört nach unseren Vorstellungen darüber hinaus eine Bundessteuerverwaltung, die eine einheitliche Qualität des Steuersystems gewährleistet, sowie Altschuldenfonds für föderale und kommunale Schulden. Um der Praxis des zu laxen Steuervollzugs ein Ende zu bereiten, mit dem einige Bundesländer sich illegal Vorteile verschafft haben, ist die Steuerverwaltung, die bisher in der Hand der Bundesländer liegt, auf den Bund zu übertragen. Wenn jetzt die Forderung nach der Stärkung des Stabilitätsrates gefordert wird, ist dies im Zuge der Schuldenbremsenideologie ein weiterer Versuch, den Landesparlamenten die finanzpolitische Souveränität zu entziehen. Misstrauen gegenüber den Ländern in Sachsen in Sachen Schuldenfinanzierung und Aufgabengestaltung schwächt aber das demokratische System. Es geht doch am Ende nur um die Durchsetzung der Schuldenbremse und damit der Nullverschuldung in den Bundesländern. Mit der Schuldenbremse wird vor einer dramatischen, entschiedenen Finanzpolitik aber kapituliert. Dies aber ist angesichts der anstehenden Probleme der Versuch, Humanität und soziale gerechtes Gestalten im Lande unter den Finanzierungsvorbehalt zu stellen. Immerhin, und insofern ist dieser Kompromiss ein guter, sind diejenigen gescheitert, die wie die Neoliberalen von der FDP einen Umbau des Finanzausgleichs nach den Prinzipien des Wettbewerbsföderalismus wollten. Wir brauchen keine Konkurrenz zwischen den Bundesländern, wir brauchen die Kooperation im Bundesstaat. Wir wollen keinen Steuerwettbewerb zwischen Hessen und Thüringen, so wie wir ihn nicht wollen zwischen Eschborn und Frankfurt oder zwischen Deutschland und Luxemburg. Wir wollen einen solidarischen Finanzausgleich, auch wenn der Kompromiss dieses nun nicht schafft. Er ist eine Grundlage, auf der man weiterarbeiten kann, um die gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen, die das Grundgesetz fordert. Dafür ist sicherlich noch viel zu tun, aber wenigstens bleibt dieses Ziel noch im Blick und wird nicht ersetzt durch die gnadenlose Konkurrenz zwischen den Bundesländern, wie sie einige auch hier in Hessen gefordert haben. Auch der Versuch der Landesregierung, den Kampf gegen einen gerechteren Länderfinanzausgleich mithilfe des Bundesverfassungsgerichts zu führen, ist kläglich gescheitert. Alle als verfassungswidrig charakterisierten Bestimmungen des Länderfinanzausgleiches, also Städteveredelung, Einbeziehung der kommunalen Steuern und besonders die fehlenden Leistungsanreize, sind mit der jetzigen Vereinbarung der Ministerpräsidenten obsolet. Im Zusammenhang mit der Einbeziehung der kommunalen Steuern sogar konterkariert worden. Schade um das Geld, das bereits im Klageverfahren durch eine bornierte Landesregierung rausgeschmissen wurde. Aber es wird nicht lange zu warten, bis der Bund das Ergebnis der Ministerpräsidentenberatung mit einer weiteren Milliardenspritze absegnet. Vielmehr brauchen wir in diesem Land eine andere Steuerpolitik, die die Schere von Armen und Reichen nicht weiter auseinanderdriften lässt. Dazu brauchen wir eine andere Einkommensteuer, eine Vermögens- und Erbschaftssteuer, die die Reichen wirklich zur Kasse bittet. Das wäre unser Vorschlag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege von Euen. Als nächstes spricht
der Abg. Florian Rentsch für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist ja ein wirklich für das Land wichtiger Tagesordnungspunkt. Ich bin dem Ministerpräsidenten zunächst dankbar, dass die Landesregierung hierzu auch eine Regierungserklärung gemacht hat. Denn wenn es darum geht, dass Hessen aus einem System, das in keiner Weise von allen gerecht in der Vergangenheit war, in Zukunft mehr Geld für seine Bürgerinnen und Bürger herausholt, dann ist das zunächst einmal ein Lob wert. Ich glaube, dieses Lob sollte man auch hier erteilen. Ich freue mich und sage das auch ganz persönlich, weil ich mich für das Thema immer sehr eingesetzt habe, dass wir beim Länderfinanzausgleich, nachdem wir viel dafür gearbeitet haben, jetzt erst einmal eine Lösung haben. Ich werde die Lösung gleich noch bewerten, aber es steht jetzt außer Frage, dass es eine Lösung gibt. Ich sage noch einmal, wir haben ja im September 2010 mit diesem Gutachten als FDP-Landtagsfraktion mit Herrn Prof. Kube die Grundlage dafür gelegt, dass wir nachgewiesen haben, welche Verfassungswidrigkeiten im aktuellen System bestehen. Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, Herr Schäfer-Gümbel, dass das Bundesverfassungsgericht schon bei der letzten Klage in seinem Urteil dem Bundesgesetzgeber und den Ländern, aber vor allen Dingen dem Bundesgesetzgeber, Hausaufgaben aufgetragen hat, die der Bundesgesetzgeber nicht nachvollzogen hat. Ich ordne das gar nicht Parteien zu, als das im Jahr 2000 war. Aber Fakt ist natürlich, dass wir damals auf Bundesebene auch dort keine richtige Struktur hatten. Die hat sich bis heute nicht verändert. Das muss man feststellen. Insofern parteiübergreifend. Ich sage aber auch, dass ich mich erinnern kann, und das ist ja kein Geheimnis, dass wir auch in der Koalition lange diskutiert haben, macht eine solche Klage Sinn? Ist sie ein Zeichen für Entsolidarisierung? Oder geht es nicht vielmehr mit einer Klage auch darum, die berechtigten Interessen eines Landes wie Hessen gegenüber seinen Bürgern, aber auch gegenüber den anderen Ländern in Deutschland klarzumachen? Und an diesem Punkt will ich schon einmal feststellen, Herr Kollege van Ooyen, ich weiß nicht, in welchem Land Sie leben. Aber wir leben, ich lebe jedenfalls in einem Land, und zwar in einem Bundesland, was nicht von Anfang an zu einem Zahlerland oder zu einer Zahlerstruktur gehört hat, sondern dieses Land Hessen ist in einer Situation in der Bundesrepublik groß geworden, wo wir nicht mit einem Flughafen, nicht mit einer tollen Infrastruktur, nicht mit einem starken industriellen Kern an jeder Stelle beseelt waren, sondern das hat sich dieses Land an vielen Stellen hart erarbeitet. Und wenn man sieht, meine Damen und Herren, dass diese Struktur heute so ist, dann kriegt man auch gelegentlich, mir sagte das einmal Wolfgang Clement aus der Sicht eines ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, war gar nicht so klar zu sehen, dass Hessen einmal einen solchen Erfolgsweg gehen wird, weil Hessen natürlich mittlerweile der Infrastrukturhub der Bundesrepublik ist. Wir sind der zentrale Knoten. Und wir sind auch das Land im Übrigen, was in diesem Bereich auch anderen Ländern, ich habe gerade mit Kollegen Boddenberg darüber gesprochen, auch anderen Ländern Arbeitsplätze bietet. Wenn wir im Einwanderungssaldo alleine mit Rheinland-Pfalz ca. 50.000 Menschen mehr in Hessen beschäftigen als umgekehrt, wenn wir zeigen, dass diese, und die Einwände sind völlig richtig, dass diese ihre Einkommenssteuer nicht in Hessen zahlen, sondern in Rheinland-Pfalz oder dort, wo sie wohnen, dann stellt das vielleicht auch an einer oder anderen Stelle einmal die Kritik, die wir gerne aus Rheinland-Pfalz hören, am Frankfurter Flughafen infrage, weil es darum geht, dass dieser Flughafen ja nicht nur für Hessen oder für Rheinland-Pfalz, sondern für das gesamte Bundesrepublik, meine Damen und Herren, eine zentrale Bedeutung hat. Und deshalb sollte man das, glaube ich, in die Diskussion mit einbauen. Die Diskussion kann nicht geführt werden ohne die Frage, wie wir eigentlich uns gemeinsam vorstellen, wie das Verhältnis zwischen Bund und Ländern in den nächsten Jahrzehnten aussehen soll. Das Thema Verhältnis Bund-Länder ist ja nicht nur in den Föderalismuskommissionen besprochen worden. Wie kann man klare Zuständigkeiten organisieren? Wie kann man die Steuerverteilung klarer organisieren? Und wenn wir ehrlich sind, wir sind an vielen Stellen kleine Schritte vorwärts gekommen, aber es wird auch an vielen Stellen wieder zurückgeholt. Die Debatte, wer darf was bezahlen in Deutschland, ist eine Debatte, die wird in allen Parteien geführt. Wie viel Macht hat der Bund? Was dürfen dann die Länder mitentscheiden? Kollege Schäfer-Gümbel hat da vorhin Sachen genannt, Kollege van Ooyen auch gerade. Ich will aber einmal sagen, ich würde mir eher wünschen, dass wir als Länder auch das Selbstbewusstsein haben, dass wir in verschiedenen Bereichen auch sagen, wir brauchen den goldenen Zügel des Bundes nicht, weil wir gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern, den Menschen, die in diesem Land leben, sehr wohl wissen, auch wenn es darüber Streit in diesem Hause geben mag, sehr wohl wissen, was für hessische Bürgerinnen und Bürger richtig ist. Da brauchen wir nicht die Kollegen der Bundesregierung und die Bundestagsabgeordneten, die uns an dieser Stelle gelegentlich auf die Fährte helfen wollen. So will ich es einmal formulieren. Die Frage also, welches Selbstbewusstsein haben die Länder? Dieses Selbstbewusstsein, meine Damen und Herren, ist an vielen Stellen infrage gestellt.
Und, Herr Ministerpräsident, ich will das ausdrücklich sagen. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das war, weil natürlich keiner vorhat, in einem aktuellen System Geld abzugeben. Das haben wir ja damals auch gemerkt, als wir die Klage gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg vorbereitet haben. Leider ist uns Herr Kretschmann und die Baden-Württemberger von der Fahne gegangen. Das war sicherlich nicht hilfreich bei der Frage, dass es darum geht, dass wir an dieser Stelle auch ein klares Signal setzen wollten. Aber so war es nun einmal. Und ich will offen sagen, Frau Kollegin Erfurth, auch nur ein kleiner Schlenker zu den GRÜNEN, die in der Debatte keine wesentliche prägende Rolle gespielt haben. Aber Herr Al-Wazir hat am 25.03.2013 in einer Pressemitteilung die Klage als vollständig unnötig bezeichnet. Also, dass Sie niemals für die, dass Sie immer für die Klage waren, das mag aus grüner Perspektive und schneller Wendigkeit so sein heutzutage. Aber leider müssen Sie dann vielleicht im Umkehrschluss mal Ihre Pressemitteilung bereinigen. Die sind noch im Internet erhältlich und sind gelegentlich doch überraschend zu dem, was Sie heute hier im Landtag erzählt haben. Zurück zum System. Das, was wir brauchen in einem Länderfinanzausgleich, Herr von Ooyen, und ich bin diametral anderer Auffassung als Sie, sind Anreize, dass man als Land ordentlich wirtschaftet, dass man keine Schulden auf Kosten anderer Länder macht und dass man sich überlegt, wie nehme ich eigentlich Geld als Land ein. Und es ist überraschend vielleicht für LINKE und andere, aber das nehme ich dadurch ein, dass es Wertschöpfung in einem Land gibt, dass es ein Bruttosozialprodukt gibt, dass es Unternehmen gibt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses erwirtschaften und zum Schluss Steuereinnahmen generieren. Das mag mittlerweile eine schwierige Botschaft sein für die LINKEN. Ja, aber es ist so. Das ist notwendig. Und deshalb ist die Grundsatzfrage für mich bei einem Länderfinanzausgleich, was können wir machen, damit die Länder ordentlich wirtschaften? Und an diesem Punkt will ich konkret sagen, da bietet der gefundene Kompromiss leider keine Vorteile. Die Anreize, die wir setzen wollten, die auch eine Grundlage der Klage sind, dass wir nämlich vorhatten, ein ordentliches Wirtschaften auch zu belohnen und nicht zu bestrafen, ist, Herr Ministerpräsident, und ich kann mir vorstellen, warum es so ist, weil die anderen kein Interesse daran hatten, es durchzusetzen, ist aber nicht gelungen. Das ist schade, und das ist auch deshalb bedauerlich, weil wir in Zukunft weiter eine Situation haben werden, wo diese Länder nicht mehr in dem Umfang wie vorher, Gott sei Dank, aber diese Länder weiterhin auf Kosten anderer Länder Politik machen werden. Und ich will Ihnen einmal ein Beispiel nennen. Glauben Sie denn allen Ernstens, dass ein anderes Land heute in eine Diskussion einsteigt, ob es eine große Industrieanlage oder vielleicht sogar einen großen Flughafen, mit dem Sie natürlich in den Konflikt mit den darumliegenden Menschen treten müssen, das geht ja gar nicht anders im Rahmen einer Interessensabwägung, dass diese Länder eine solche Politik weiter forcieren? Wir wollten eigentlich genau das ermöglichen, dass diese Länder versuchen, die Grundidee des Länderfinanzausgleichs wieder nach vorne zu tragen, nämlich irgendwann eigenständig wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Leider, meine Damen und Herren, ist diese Frage, diese konkrete Frage mit dem Länderfinanzausgleichskompromiss nicht eingetreten. Die weiteren Beispiele, der Ministerpräsident hat darauf verzichtet, ich will einige Anmerkungen machen, Einwohnerveredelung für unsere Stadtstaaten usw. Das sind alles liebgewordene, ich will es mal wirklich hart sagen, Spinnereien, die wir uns über die Jahre dort eingehandelt haben, die weiterhin im System sind. Und es ist logisch, es ist völlig logisch und auch keine Kritik in der Frage, dass die Landesregierung hier einen Kompromiss suchen musste. Und ein Kompromiss ist immer ein Geben und Nehmen. Deshalb wird man sich dort nie durchsetzen können zu 100%. Aber, und das ist der Hauptteil meiner Kritik auch, wir haben eine Einigung erzielt, die Hessen ab dem Jahr 2020 knapp 600 Millionen € mehr ermöglicht. Das ist eine große Summe, gar keine Frage. Aber ich glaube, meine Damen und Herren, wir haben sie uns auch hart erkauft. Und zwar haben wir sie uns hart erkauft dadurch, dass in diese Diskussion, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie das abends am Kamin war, in diese Diskussion eine zweite Diskussion hineingezogen worden ist, nämlich die Diskussion über die Frage der Zukunft des Solidaritätszuschlags. Und nachdem der Soli in Deutschland ja mittlerweile schon zu allem verwendet worden ist, ungefähr so wie die Sektsteuer zur Finanzierung der kaiserlichen Marine, ungefähr die gleiche Historie, nur etwas kürzer, war doch eigentlich klar, dass die Versprechen, die zum Teil auch, teilweise auch von den Kollegen aus dem Bundesfinanzministerium mal gemacht worden sind, dieser Soli muss irgendwann nicht mehr erhoben werden. Das ist übrigens das Versprechen den Wählerinnen und Wählern gegenüber gewesen, als er mal eingeführt worden ist.
dass dieser Solidaritätszuschlag mittlerweile natürlich weiter erhoben werden soll. Das war erst einmal Konsens in vielen Parteien. Ich halte das für falsch, meine Damen und Herren. In Zeiten, wo wir Rekordsteuereinnahmen in diesem Land haben, wäre es einmal ein Zeichen an die Bürger gewesen, zu sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ja, ihr wirtschaftet wirklich so viel Geld für die öffentliche Hand, da müssen wir nicht euch alles abnehmen. Leider ist diese Diskussion anders gekommen. Und deshalb ist dieser große Diskussionspunkt, wem steht der Soli eigentlich zu, nur den Ostländern, den Westländern, denen, die schlechte Straßen haben, wie auch immer, mit seinen 15 Milliarden Euro, über 15 Milliarden Euro mittlerweile, in die Diskussion gekommen mit dem Länderfinanzausgleich. Und man hat sich zum Schluss mit diesem Instrument, und ich glaube, da hatten noch andere Länder deutlich größeres Interesse daran, als es die Hessen hatten, man hat dieses Instrument genutzt, gemeinsam mit anderen Möglichkeiten, letztendlich einen Kompromiss zu finden, den die Bürgerinnen und Bürger jetzt selber bezahlen. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, ich will jetzt nicht sagen, dass Sie sich ein Weihnachtsgeschenk auf Kosten der hessischen Steuerzahler und Steuerzahler gemacht haben. Aber Fakt ist doch, dass die Bürgerinnen und Bürger mit 15 Milliarden Euro einen großen Anteil daran haben, dass es überhaupt diesen Kompromiss geben kann, meine Damen und Herren. Und das halte ich gelinde gesagt für falsch. Ich hätte mir gerade an dieser Stelle gewünscht, wir hätten den Solidaritätszuschlag aus dieser Debatte herausgehalten, was auch fair gewesen wäre, und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich, Herr von Ooyen, fest davon überzeugt bin, dass nur mit einer klaren Haushaltspolitik, die auch gutiert wird, wenn sie nachhaltig ist, die anderen Länder ihre Haushalte wirklich in Ordnung bekommen und auch Rahmenbedingungen dafür setzen, dass ordentlich gewirtschaftet wird. Das, was wir jetzt machen, ist der goldene Zügel, meine Damen und Herren, der weiterhin schlechtes Wirtschaften bevorteilt und unterstützt. Das ist leider eine Fehlentwicklung, die wir mit diesem Kompromiss nicht stoppen können, und das ist sehr bedauerlich. Und deshalb ist der Kompromiss zunächst einmal finanziell ein Vorteil für das Land Hessen. Das will ich eindeutig sagen. Und ich will auch noch einmal unterstützen, dass ich mir sicher bin, dass es keine einfache Diskussion war. Aber ich will auch feststellen, dass wir an vielen Stellen nicht das erreicht haben, was wir mit der Klage erreichen wollten. Wir wollten mit der Klage einen Paradigmenwechsel erreichen bei der Frage der Haushaltsstrukturen der Länder in der Verbindung und Beziehung zum Bund. Die haben wir nicht erreicht. Wir wollten mehr Anreize, nicht nur für uns, dass sich gutes Wirtschaften lohnt, erreichen, sondern vor allem auch für die Nehmerländer, damit sie irgendwann auf eigenen Füßen stehen. Auch das haben wir nicht erreicht. Und wir haben mit über 15 Milliarden Euro mit dem Solidaritätszuschlag eine, ich würde mal sagen, ordentliche Gegenfinanzierung gefunden, die die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land eine Menge Geld kostet. Das ist kein Weihnachtsgeschenk, was man sich dieses Jahr auf Seiten der Bürger macht, sondern das hat sich hier die Politik gemacht, meine Damen und Herren. Und das ist, glaube ich, die falsche Seite, wenn es darum geht, das zu belohnen. Und jetzt zu meinem letzten Punkt, der, glaube ich, in den Kontext dazugehört. Wir haben ja bei der Frage der Zukunft der Bundesrepublik, bei der Frage, wie sehen wir uns im Verhältnis zur EU, ich will jetzt keine Flüchtlingsdebatte aufmachen in dieser Diskussion, aber Fakt ist doch, dass wir in den letzten Jahren auf Bundesebene mehr Kompetenzen an die EU abgegeben haben. Die Europäische Union ist von uns gestärkt worden, auch absichtlich. Wir haben das alle so gewollt. Der Landtagspräsident vertritt das Land im Rat der Region. Das sind wichtige Institutionen, wo wir hessische Interessen auf europäischer Ebene einbringen. Wir stellen aber genauso fest, dass wir in Deutschland von dieser Frage der Kompetenzstärkung der europäischen Ebene keine Rückschlüsse ziehen, dass wir in irgendeiner Form unsere Strukturen verändern. Bei uns bleibt alles so, wie es ist. Wir haben den Bund, wir haben 16 Länder, wir haben in Hessen 26 Kreise, kreisfreie Städte, 3 RPs und immerhin 426 Gemeinden und Gemeinden, hätte ich fast gesagt. Es sind nur Gemeinden. Aber insofern zeigt sich, die Verwaltungsstruktur ist weiterhin auf einem sehr ordentlichen Niveau. Ja, bei den Grünen hätte ich jetzt noch Sternchen anfügen müssen, aber das will ich aber bei Gemeinden an dieser Frage nicht. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass der Länderfinanzausgleich, ich freue mich, Herr Kaufmann hat gelacht, das ist für mich ein persönlicher Erfolg, Herr Kaufmann, vielen Dank. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass die Frage, die zukünftige Finanzierung und die Finanzierungswende zwischen Bund, Ländern und den Kommunen sehr stark auch mit der Frage zu tun hat, wie sieht eigentlich unser Staatsgebilde aus. Und ich sage offen, das ist jetzt keine Kritik, sondern eine Anregung für die Zukunft. Wir werden eine Debatte darüber führen müssen, auch wir als Hessen. Wie sehen denn eigentlich die Strukturen unseres Landes, des Landes Hessen, auf unserer Ebene, aber auch zwischen den Ländern in 20 bis 30 Jahren aus?
Sind wir der Auffassung, dass das alles so bleiben kann, auch von den Kosten? Diese Strukturen erzeugen hohe Kosten für die Bürgerinnen und Bürger. Oder sind wir der Auffassung, dass wir dort eigentlich Veränderungen brauchen, die ja nur zeitgemäß und notwendig wären, wenn man sieht, dass wir andere Ebenen, z. B. die europäische Ebene, in den letzten Jahren gestärkt haben? Ich will gar nicht sagen, ob es weniger Länder geben sollte. Ich glaube, dass eine solche Diskussion nicht zielführend ist, wenn man jetzt sagt, wir brauchen 5 Länder, 7, 9. Aber ich glaube schon, dass wir über die Verwaltungsstrukturen in Deutschland definitiv nachdenken müssen, weil diese Strukturen kosten auf der einen Seite viel Geld. Sie sind auch teilweise Hemmnis bei der Frage, Sachverhalte umzusetzen. Auch das erleben wir als Landespolitiker in beide Richtungen, gegenüber dem Bund, gegenüber den Kommunen. Und vielleicht ein letztes Beispiel, Herr Ministerpräsident, als gute Anregung. Wir haben als Fraktion letzte Woche intensiv darüber diskutiert, und ich habe das bei meinem Besuch in Calden in der Flüchtlingsunterkunft auch angesprochen. Wenn ich einmal das Versagen des Bundesamtes für Flüchtlinge sehe, was wir zurzeit in Deutschland diskutieren, dann wäre es möglicherweise im Rahmen eines starken Föderalismus nicht völlig falsch, auch darüber nachzudenken, ob wir diese Aufgaben nicht im Sinne der Bundesauftragsverwaltung, wenn der Bund sich weiterhin einer guten Situation dort verweigert, und bis jetzt habe ich keine Hoffnung, dass es anders wird, ob wir solche Aufgaben nicht eher auf die Länder verteilen, weil unsere Verwaltung an vielen Stellen nachgewiesen hat, meine Damen und Herren, dass sie in vielen Fragen auch trotz und wegen der Kritik der Opposition, das will ich gar nicht werten, an vielen Stellen gute Arbeit macht. Und deshalb, das, was der Bund meine Damen und Herren, an Institutionen hat, die sind nicht Gott gegeben. Die wird man auch an einigen Stellen hinterfragen müssen. Ich weiß nicht zum Schluss, ob es die bessere Variante wäre. Aber sich darauf auszuruhen, auch seitens des Bundesinnenministers, und zu sagen, wie vor einer Woche in der Fernsehsendung Heute Journal, geben Sie mir noch etwas Zeit, es wird bald besser, meine Damen und Herren. Da fühlen sich viele Leute, ich sage es einmal höflich und parlamentarisch, an der Nase herumgeführt, wenn von einem deutschen Innenminister seit Monaten nur Durchhalteparolen kommen. Das müssen wir dringend ändern. Und wenn es auf Bundesebene hierzu keine Absicht gibt, dann kann ich nur sagen, sollte man überlegen, ob man den Föderalismus in Deutschland nicht stärkt, indem man den Ländern in dieser Frage auch mehr Kompetenzen zuteilwerden lässt. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, diese Kompetenzen gut ausgeübt. Mein allerletzter Punkt, und das ist auch meine Bitte, Herr Ministerpräsident. Sie haben quasi keine Steuererhöhungen genutzt, um den Länderfinanzausgleich zu finanzieren, aber Sie haben eine bestehende Abgabe genutzt, um umgewidmet, so will ich es mal sagen. Natürlich im guten Sinne, keine Frage. Ich will das aber auch einmal ausdrücklich sagen, auch was die Stimmung im Land angeht. In einer Situation, wo die öffentlichen Kassen so voll sind wie noch nie, sollte man die Bürger nicht weiter bestrafen dafür, dass sie so fleißig und gut arbeiten und so viel an diesem Erfolg des Landes letztendlich Grundlage haben, wie das in den vergangenen 2 Jahren der Fall war. Und deshalb sollte man gerade bei dem Thema Steuern und Steuererhöhungen sehr sensibel sein, wenn es darum geht, auch zukünftige Kosten in den Blick zu nehmen. Das, was der Bund und die Länder machen müssen, das wird nicht anders gehen, ist auch über eigene Strukturen nachzudenken. Die Einsparungen finden erst einmal bei einem selber statt, bevor man anderen in die Tasche greift, meine Damen und Herren. Und diese Grundlage sollte auch für die zukünftigen Debatten hier beherzigt werden. Vielen Dank. Danke, Herr Rentsch. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Wallmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Jahr 2016 steht vor der Tür, und es ist immer erfreulich, wenn man gegen Jahresende eine positive Bilanz ziehen kann. Und wir als Hessen können aus vielerlei Gründen sehr zufrieden sein. Ein Grund ist zweifelsohne der Durchbruch bei den Einigungen der Bund-Länder-Finanzen. Eine Einigung von 16 Bundesländern, das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Ich finde auch, und da schließe ich mich dem Ministerpräsidenten an, man kann ihn auch fast als historisch bezeichnen. Ab 2020 soll eben nicht mehr das bisherige Länderfinanzausgleichsverfahren gelten, sondern das System im Wesentlichen auf einem Umsatzsteuermodell mit einem linearen Ausgleichstarif umgestellt werden. Und insbesondere der lineare Ausgleichstarif ist die besondere Errungenschaft dieses Kompromisses. Und was besonders wichtig und erfreulich für Hessen ist, dass alle Bundesländer profitieren und Hessen, die Zahl ist schon genannt worden, 580
mit 580 Millionen € ab dem Jahr 2020 im Vergleich zum bisherigen Verfahren entlastet wird. Es ist in der heutigen Debatte des Öfteren ein Lob ausgesprochen worden. Ich möchte dieses Lob heute aber hier auch einmal personifizieren. Maßgeblich an dieser Einigung war unser hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier beteiligt. Ich möchte ihm ausdrücklich dafür danken. Ich möchte auch kurz erläutern, warum eine Einigung hinsichtlich der Neuordnung des Finanzausgleichssystems so wichtig ist. Der Länderfinanzausgleich ist ja nun schon sehr alt, fast so alt wie unsere Republik. Es hat immer wieder, das ist vorhin ja auch genannt worden, immer wieder auch Veränderungen gegeben, zuletzt 2010 auch mit Veränderungen zugunsten unseres Bundeslandes. Was aber stets gleich blieb, immer, war, dass Hessen ein Geberland war, immer. Und Fakt ist auch, dass Hessen auch in diesem ersten Quartal wieder der größte Pro-Kopf-Zahler in den Länderfinanzausgleich war. Und das zur Wirtschaftskraft. Und das kann uns einer Seite, Schäfer-Gümbel hat das auch ausgeführt, man könnte jetzt argumentieren, dass uns das ja mit Stolz erfüllen kann. Denn es ist natürlich Ausdruck einer überdurchschnittlichen Finanzkraft und auch unserer großen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Jetzt kommt aber das Aber. Im Hinblick auf die Entwicklung des Länderfinanzausgleiches und auch vor allem der Belastung für Hessen ist doch festzustellen, dass die finanziellen Finanzströme für das Bundesland Hessen Dimensionen angenommen haben, die durchaus bedenklich sind. Ich möchte hier die Zahlen noch einmal nennen. 1995 betrug das Ausgleichsvolumen 5,7 Milliarden €. 10 Jahre später waren wir bei insgesamt 7 Milliarden €, und inzwischen sind es 9 Milliarden €. Können Sie vielleicht ganz kurz mir mal zuhören? Das wäre unglaublich nett. Nee, aber Sie, ja, aber Sie quasseln dauernd dazwischen. Dann gehen Sie vielleicht raus, wenn Sie mir nicht zuhören wollen. Und das Problem ist einfach, die Summe steigt immer mehr. Auch Hessen bezahlt immer mehr. Und wenn Sie Zahlen haben wollen, die kennen Sie ja nun auch. Wir sind im Jahr 2015 bei 1,76 Milliarden €. Wir sind im nächsten Jahr bei 1,89 Milliarden €. Also, Herr Schmidt, vielleicht gehen Sie einfach raus. Das macht, glaube ich, mit Ihnen jetzt keinen Sinn hier. Fakt ist, dass wir seit 1995 also, bitte können Sie jetzt mal einfach ruhig sein. Das wäre echt nett. Wir haben seit 1995. Meine Damen und Herren, ich bitte der Rednerin zuzuhören. Nein, genau. Wir haben seit 1995 40 Milliarden € in den Länderfinanzausgleich gezahlt. 40 Milliarden € seit 1995. In der gleichen Zeit lag die Nettokreditaufnahme bei rund 26 Milliarden €, also deutlich darunter. Und die Rechnung muss man jetzt schon einmal aufmachen. Wenn man beispielsweise sagen würde, wir hätten nur ein Drittel oder annehmen würde, wir hätten nur ein Drittel in den Länderfinanzausgleich gezahlt, dann wäre es so, dass wir in diesem Zeitraum rein rechnerisch in der Summe ohne Netto-Neuverschuldung ausgekommen wären. Das muss man doch einmal sagen dürfen. Und wenn wir jetzt auch bei den Zahlen für dieses Jahr und nächstes Jahr sind, 1,76 Milliarden € stehen insgesamt 730 Millionen Nettokreditaufnahme entgegen und 1,89 im Jahr 2016 638 € Nettokreditaufnahme. Wenn wir also sagen würden, beispielsweise, wir bezahlen nur die Hälfte im Länderfinanzausgleich, hätten wir einen ausgeglichenen Haushalt. Und das zeigt doch die Dimension dieser Ausgleichszahlung. Und ich will ausdrücklich das sagen, was auch der Ministerpräsident hier heute noch einmal betont hat. Es geht nicht darum, die Solidarität infrage zu stellen, ganz und gar nicht. Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern und auch der Länder untereinander ist richtig und auch notwendig. Aber die Belastungen der Geberländer müssen doch in einem erträglichen Maß bleiben. Es darf keine Übernivellierung geben. Und vor allem sind Anreize wichtig, eigene Einnahmen zu generieren. Und da liegt doch irgendwie der Fehler im System. Wenn es nur ein einziges Bundesland seit Bestehen des Länderfinanzausgleichs geschafft hat, von einem Nehmerland zu einem Geberland, nämlich Bayern, dauerhaft zu werden, dann zeigt das doch, dass irgendwie die Anreize hier nicht richtig gesetzt werden. Und Leistung muss sich doch am Schluss auch lohnen. Herr Rentsch hat das eben gesagt, Leistung darf nicht bestraft werden. Das ist auch richtig. Und dass 13 Nehmerländern, es schwankt ja immer, ob Hamburg mit dazugehört oder nicht, dass 13 Nehmerländern den drei Geberländern gegenüberstehen, permanent und damit ja auch Länder und Regionen dauerhaft am Tropf hängen,
Das ist keine gute Entwicklung. Und Fakt ist nun einmal, es hat zu einer unverhältnismäßigen Belastung Hessens geführt. Und das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam mit Bayern eine Klage gegen das System eingelegt haben und auch der Grund, warum wir natürlich jetzt erst abwarten wollen, wie die Entscheidung des Bundes ausfällt, warum wir die Klage auch aufrechterhalten. Das halte ich auch für ausdrücklich richtig. Und dann gibt es noch so ein paar Eckpunkte des Länderfinanzausgleichs, die man heute auch noch einmal benennen muss. Es ist, finde ich, schon den hessischen Bürgerinnen und Bürgern wirklich schwer zu vermitteln, wenn wir Schulden aufnehmen, um den Länderfinanzausgleich Gelder zu zahlen, und andere Länder diese Gelder nehmen, um ihren Haushalt auszugleichen, zuletzt Sachsen-Anhalt. Das ist doch nicht gerecht. Da ist doch ein Systemfehler. Und im Übrigen, das hat der Ministerpräsident auch ausgeführt, dem möchte ich mich auch anschließen, es ist auch problematisch, auch aus Sicht der hessischen Steuerzahler, wenn andere Bundesländer, die eben Nutznießer unserer Gelder sind, sich Leistungen und Leistungen finanzieren, die wir uns unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht anbieten können. Stichwort Kinderbetreuung. Zu der Plakatkampagne will ich jetzt nichts sagen, aber stilvoll war das sicherlich nicht. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Es kann doch nicht sein, dass wir im Zusammenhang mit den Ausgleichsstufen von einem Platz der Wirtschaftskraft im vorderen Bereich am Schluss nach dem Länderfinanzausgleich auf einem der hinteren uns wiederfinden. Das kann doch nicht gerecht sein. Und mal, Frau Wallmann, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schmidt zu? Nein, ich höre den die ganze Zeit hier im Dauerpegel. Nein. So waren wir beispielsweise im Jahr 2011 vor dem Länderfinanzausgleich auf Platz 3 der Finanzkraft, haben uns am Schluss auf dem vorletzten Platz wiedergefunden. Das ist doch nicht gerecht. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir jetzt hier Änderungen erreicht haben. Und damit das auch noch einmal klar ist, der Länderfinanzausgleich soll sicherstellen, und da stehen wir auch ausdrücklich dazu, dass die anderen Länder über genügend Finanzmittel verfügen, um ihre staatlichen Aufgaben zu erfüllen. Sie sollen am Schluss die Finanzkraft angleichen, aber natürlich nicht ausgleichen. Das darf man auch nicht verwechseln. Wir haben immer gesagt, wir bleiben bei einem einnahmeorientierten System, aber Methode und Maß, das wird man, glaube ich, schon noch kritisieren dürfen. Und ich muss sagen, ich kann mitunter die hier heute vorgetragene Kritik an dem Kompromiss persönlich nicht ganz nachvollziehen. Die Mitglieder des Haushaltsausschusses haben mitbekommen, wenn Finanzminister Dr. Schäfer und auch die Staatssekretärin Frau Dr. Weiland berichtet haben aus diesen Verhandlungen. Es schien zwischenzeitlich wie die Quadratur des Kreises. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr mit einer Einigung gerechnet. Ich möchte übrigens auch an dieser Stelle ausdrücklich dem hessischen Finanzminister und seiner Staatssekretärin für diese Arbeit danken. Und es ist ja jetzt auch noch einmal auf Punkte eingegangen worden. Ich nenne einmal das Stichwort kommunale Finanzkraft und auch Einwohnerveredelung. Punkte, die wir in der Klage aufgegriffen haben. Das stimmt. Aber man darf eines dabei nicht vergessen. Es geht immer um die Gesamtbetrachtung. Denn die Maßnahmen im Zusammenspiel sind das Problem. Und was wäre denn gewesen, wenn der Ministerpräsident in diese Verhandlungen gegangen wäre, wie das offensichtlich einige so jetzt erwartet hätten, und gesagt hätte, also ich weiche von meiner Position nicht einen Zentimeter ab. Da hätte der Ministerpräsident die Taschen packen können und wieder zurückreisen können. Und die anderen Länder hätten auch den Raum verlassen, was auch richtig gewesen wäre. Das kann man vielleicht machen, wenn man im 1:1 verhandelt, aber doch nicht, wenn man mit 16 Bundesländern, die alle unterschiedlichen Problemsituationen zu bewältigen haben, Interessenslagen haben, da einen Kompromiss finden soll. Und insofern möchte ich das auch noch einmal sagen. Der Ministerpräsident hat auch bei diesen Verhandlungen wieder einmal bewiesen, dass er immer, das ist sowieso der Fall, immer die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes im Blick hat, aber, und das finde ich noch ganz wesentlich, er auch bereit ist von eigenen Positionen, weil völlig klar ist, Volker Bouffier hatte natürlich bestimmte Vorstellungen. Dazu gehörte natürlich die Frage kommunale Finanzkraft und Einwohnerveredelung beispielsweise, dass er aber bereit ist, in Verhandlungen zu gehen und auch einen Schritt zurückzugehen bzw. auf die anderen Kollegen zuzugehen, um im Interesse unseres Bundeslandes eine Einigung zu erreichen. Und das macht einen guten Ministerpräsidenten aus, und dafür möchte ich ihm ausdrücklich danken. Dann
Dann ist es so, dass von den 580 Millionen €, übrigens, die kann man auch noch einmal ins Verhältnis setzen zur Netto-Neuverschuldung, 638 Millionen für das Jahr 2016 wären 90%, die dadurch schon sozusagen gedeckt werden. Aber wichtig ist noch einmal folgender Punkt, was nämlich die Frage, wie sehr wir profitieren, noch einmal deutlich oder wichtig ist zu betonen. Wir stehen an der zweiten Stelle der westdeutschen Flächenländer, was den Pro-Kopf-Anteil betrifft. Wir liegen bei 95 € pro Kopf. Der Durchschnitt sind 91 €. Wir stehen also an der zweiten Stelle nach Bayern und sogar noch vor Baden-Württemberg. Und das ist doch wirklich ein Erfolg, der sich sehen lassen kann. Und es ist so, dass der Finanzminister hat auch bereits im Anfang des Jahres, im Mai, erkannt, dass nämlich das, was der Ministerpräsident jetzt auch zu Recht in den Verhandlungen so verfolgt hat, richtig ist, nämlich auch sich von der eigenen Position etwas wegzubewegen. Er hat formuliert, ich darf das kurz zitieren, raus aus den Schützengräben, rein in konsensorientierte und wirklich zielführende Verhandlungen. Es war richtig, nicht auf den hessischen Ausgangspositionen zu beharren. Und ich muss gestehen, das Zeitfenster wurde ja immer enger dadurch, dass der Bundesfinanzminister auch formuliert hat, wenn es zu keiner Einigung kommt aller 16 Bundesländer, dass er gegebenenfalls beabsichtigt, das bisherige Verfahren über das Jahr 2019 hinaus zu verlängern. Und das wäre ja wohl ein Schaden zulasten unseres Bundeslandes gewesen. Und insofern ist das ein großer Erfolg für unser Bundesland. Ich bin froh, dass der Ministerpräsident an diesem Verhandlungstisch Platz genommen hat. Für mich persönlich will ich ausdrücklich sagen, da unterscheide ich mich dann natürlich von den anderen Kollegen, ist das tatsächlich, ich würde sagen, ein politisches vorweihnachtliches Geschenk, über das sich nicht nur die hessischen Bürgerinnen und Bürger, sondern vor allem auch die hessischen Steuerzahler freuen können. Und ich möchte ausdrücklich dafür danken. Und ich finde auch, man kann auch einfach mal sagen, vielen Dank, Volker Bouffier. Danke, Frau Wallmann. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten betreffend Ländereinigung zur Neuregelung des Länderfinanzausgleichs großer Erfolg für Hessen und für Deutschland entgegengenommen und besprochen.